Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Massenkonferenz. In einer etwas anderen Konstellation. Die meisten Jungs waren so ein bisschen müde nach der FIBO und brauchten mal ein bisschen Erholung. Da war es ganz gut, dass Dwayne, Martin und ich nur ein, zwei Tage da waren. Und ich habe die Chance genutzt, um Paddy mit reinzuholen, denn Paddy hat gerade ein richtig krasses Projekt am Laufen und da möchte ich ein bisschen mit ihm drüber sprechen. Und den Markus gleich nochmal mit reingeholt, weil unser Gespräch letzte Woche so gut lief und er Paddy vielleicht nochmal ein paar Tipps geben kann, dachte ich, das wäre eine ganz coole Runde. Vielleicht werden wir nachher noch ergänzt. Das ist allerdings etwas, was spontan noch passieren kann. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht verkünden, was da los ist. Erstmal, Jungs, ich danke, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Und vielleicht fangen wir mal bei den Gästen einfach mal an. Paddy, wie geht's dir? Wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung? Ja, den Umständen entsprechend geht es mir ganz gut. Im Hintergrund hat man gerade meine Dusche gehört. Die reinigt sich jede Stunde selber, falls ihr das gehört habt, das Geräusch im Hintergrund. Ist eine tolle Dusche aus den 1998ern. Oh. Die hat so eine eigene Reinigungsfunktion, die geht jede Stunde an. Wie Ja, bei dir? sonst. Bei mir gibt es das, da nennt sich Putzfrau. Ja, Dwayne hat sich geweigert, bei mir die Duschen zu machen. Es geht gut los hier. Jetzt geht schon los hier. Ja, ich habe Dwayne Freitag Ich nur ein dachte, paar du Minuten musst gesehen, da habe ich doch was aufzuholen. das. Dwayne, Das ist ja fast schon rassistisch. nein. Dwayne, ich würde ihm. Ja, ich dachte, er lässt mir eine Stunde Zeit, aber okay. Okay, jetzt geht's los Die, hier. direkt Ich sehe Dwayne so Dwayne selten, das muss ich Dankeschön. genießen. Das war doch lieb von ihm. Nein, Das war lieb von ihm. das ist alles ein bisschen stressig natürlich die letzten Wochen. Ich glaube, Markus kann das sehr gut nachempfinden, was man so kurz vor der Eröffnung alles noch zu tun und zu machen hat. Gerade eben habe ich bei Amazon, ich glaube, für 700 € Sachen bestellt, wo ich eben vor Monaten niemals dran gedacht hätte, dass ich sowas bestellen muss. Was denn? So Ko Kosmetikeimer, neue Klobürsten, Löcher für die Spinde. Was war das noch? So Feuerlöscher, Schilder. Das Also Problem hatte ich so. ja nicht. Ich habe ja ein bestehendes Studio übernommen. Ich musste keins neu aus dem Boot stampfen oder sonst irgendwas, weil ich will gar nicht wissen, was da für eine To-Do-Liste du hattest und wie viele Teile du da abarbeiten müsstest. Ja, eine lange Liste. Also Das mein glaube ich. Studio war zuvor 26 Jahre lang auch ein Rücken- und Reha-Studio in Hamburg. Und das ist letztes Jahr im Februar insolvent gegangen und ich konnte zwar vieles übernehmen, unter anderem Duschen, Spinde, Spiegel, theoretisch auch noch Geräte. Die haben auch einen Computer hier gelassen mit allen Mitgliederdaten. Also Respekt an die Jungs, an die 200 Ordner mit allen Dokumenten, die sie jemals besessen haben. Demnach, ja, habe ich vieles zwar übernehmen können, aber man fängt ja trotzdem fast bei Null an, wenn man aus dem Rücken-Reha-Studio ein neues Fitnessstudio mit der eigenen Mentalität einsetzt. Definitiv. Vielleicht müssen wir für Und alle, die jetzt eingeschaltet haben und gar nicht wissen, wovon Paddy da überhaupt gerade redet, mal ganz kurz einen kleinen Abholer holen machen. Und zwar wird nämlich der Paddy in Hamburg das Legatum Gym aufmachen. Zum Namen kannst du vielleicht selber nochmal was sagen. Das heißt, es wird in Wandsbek in Hamburg demnächst noch ein weiteres großes Studio geben. Wo ja Paddy jetzt seit Monaten oder seit Jahren eigentlich schon dran ist und ihm das gerade, glaube ich, den letzten Nerv raubt. Denn in wenigen Tagen, ich gucke gerade auf die Uhr, in 4 Tagen ist schon Eröffnung, ne? Kannst du die Eröffnung noch halten? Ja, also es gibt ehrlich gesagt starke Probleme im Hintergrund. Die haben sich aber heute geregelt und re lassen sich bis Freitag jetzt noch regeln. Dank Sami haben wir heute noch einiges geschafft, was auf der dringenden To-Do-Liste stand. Und wir kriegen es hin. Es wird allerdings ein, ich sag mal, Soft-Opening, weil einfach manche Dinge erst in 4, 5, 6 Wochen komplett funktionieren. Sei es jetzt das Check-in-System für 24-7-Betrieb, habe ich jetzt auf der FIBO nochmal neu kaufen müssen, weil das woanders nicht funktioniert hat, so wie wir uns das vorgestellt haben. Mit welchem Und das System arbeitest du? PC-Tech. Okay. Wie viel Fläche hast du zur Verfügung? Trainingsfläche? Insgesamt 1200 habe ich. Ja, das war gut. Das war Gut, davon sind aber auch,
Davon sind aber auch 300 Quadratmeter Umkleiden und ich habe ein riesen Wohnzimmer. Also diese Räumlichkeit, in der ich mich gerade befinde, wird ein riesen Wohnzimmer mit einer Sitzcouch oder mehreren Sitzcouch-Möglichkeiten, einem Billardtisch, einem Esstisch. Quasi so ein großes Wohnzimmer für alle. Ich habe eine Küche für alle, sprich man kann hier gemütlich essen. Hier ist so eine Art schwarze Tafel an der Wand, wie früher in der Schule, schwarzes Brett hieß das, glaube ich. Wo man, wie bei Edeka und Rewe, wo Leute sich untereinander connecten können. Zum Beispiel, ich habe ein Kinderbett abzugeben, kann das einer gebrauchen. Meine Katze bekommt Nachwuchs, hat jemand Interesse an einem Katzenbaby oder ich fühle mich einsam, kann mir jemand vielleicht helfen. So, also es gibt halt viele Möglichkeiten, ich sag mal, unter den Mitgliedern untereinander sich die Hände zu reichen. Und das möchte ich den Mitgliedern hier halt bieten. Oder ne, dass sie die Chance haben, einen Trainingspartner zu finden oder vielleicht Einstiegshilfen brauchen, was auch immer. Man kann reinschreiben, was man will. Wenn es Blödsinn ist, mache ich es ab. Aber grundsätzlich soll das Gym für jeden quasi ein Ort sein, um Gleichgesinnte zu treffen oder vielleicht in eine neue Welt zu schnuppern, in der man zuvor nicht war. Mega. Markus, du hast ja jetzt nun schon einen Gym. Sprichst, glaube ich, aus Erfahrung. Ich würde gerne nochmal die anderen beiden Jungs mit reinholen, nämlich Dwayne und Martin. Wenn ihr einen Gym erstellen könntet, was wäre euch persönlich wichtig, wenn ihr mal richtig träumen dürftet? Was muss für euch in so ein Fitnessstudio, ein richtig gutes Fitnessstudio rein? Wayne, willst du zuerst, oder? Ja, Klientel. Also für mich ist das Klientel am wichtigsten. Das ist so das Erste, was ich. Ja, also das geilste Gym mit komischen Mitgliedern, was man auch nicht immer verhindern kann, natürlich. Das kann mir schon einiges kaputt machen. Ja. Atmosphäre, Atmosphäre. Atmosphäre, genau. Wie arbeiten oder wie sind die Mitarbeiter zu mir oder sind die Mitarbeiter zu anderen? Ich war zum Beispiel im Gym hier um die Ecke. Da war das so. Und ich stelle mir vor, ich meine, ich bin selbstbewusst, aber jetzt kommt vielleicht irgendjemand rein, der weniger selbstbewusst ist. Da standen die am Tresen mit dem Rücken zu mir. Ich sage noch Hallo, die reagieren nicht auf mich. Ne? Und sowas ist eklig, das ist kalt. So, mich hat es nicht gejuckt, aber da kommen teilweise unselbstbewusste Personen rein und die wollen vielleicht so ein bisschen bemerkt werden. Ja? Sowas ist jetzt mal so das Negativbeispiel davon. Das ist für mich wirklich am wichtigsten, mit großem Abstand. Ja? Und danach kommen dann erst so Sachen wie, was für Geräte sind drin und so. Genau, Natürlich ist es auch genau. wichtig. Na, natürlich gibt es auch Studios, wo jetzt die Gerätehersteller nicht so optimal sind und man hätte da gerne mal das Gerät oder das Gerät. Also das finde ich auch ein wichtiger Aspekt. Aber so wie Twain sagt, also diese Atmosphäre ist für mich einfach sehr wichtig, dass es so, ja, mehr so den Bodybuilding-Vibe hat. Also wie wenn ich mir so Videos anschaue, dann schaue ich mir ganze Videos an vom Metroflex-Gym oder so zum Beispiel, wo Ronnie Coleman trainiert hat und so. Weil es einfach so diese. Ja, da kannst du nur wachsen bei dieser Atmosphäre. Weißt du, was ich meine? Und wenn da dann halt jeder mit seinem Stativ rumläuft und na, das weiß nicht, das ist nicht so meins. Markus und Paddy, wie wollt ihr oder wie gewährleistet ihr, dass das Publikum stimmt und dass die Atmosphäre in eurem Studio stimmt? Wenn du zuerst oder so ich? Ach du hast ja schon ein bestehendes Studio übernommen. Bei dir ist es ein bisschen schwieriger rauszukristallisieren, wen man vielleicht loswerden wollen würde, wenn man welche auf der schwarzen Liste von vorher hat. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, ne? Auf der einen Seite musst du ja überleben, du musst ja Geld verdienen und dafür brauchst du Mitglieder. Und wenn du jetzt ein Fitnessstudio, das war auch meine romantische Idee, ein Fitnessstudio nur mit Bodybuilder aus dem Boden zu stampfen und davon leben zu können. Geht Leute, nicht, ne? vergiss es. Bodybuilder sind die schlimmsten Mitglieder. Wir dürfen das sagen, wir sind selbst Bodybuilder. Wir kommen jeden verschissenen Tag zum Training. Wir benutzen die Geräte, wir sorgen für ordentlich Verschleiß. Wir gehen jeden Tag noch duschen. Wir stinken, wir schreien. So. Also Bodybuilder in einem Studio ist eigentlich schlecht. Aber zumindest bei uns jetzt hier in Freiburg können nur wir deswegen überleben, weil wir diese Nische bedienen. Also wir haben in Freiburg 26 Fitnessstudios. Es gibt nur zwei Studios, die wo man sagen kann, da kann man Bodybuilding betreiben. Alles andere sind Ketten oder zumindest haben sie mehrere Filialen am Start. Und da kommen ganz viele von denen, die jetzt mitkriegen, was hier so abgeht, kommen zu uns und schätzen die Atmosphäre, die er eben angesprochen hat, schätzen die ungemein. Ich dachte immer, das Allerwichtigste wären gut ausgewählte Geräte. Ich lag wirklich falsch. Ja? Also die Geräte sind schon irgendwo wichtig. Aber ein Gerät kannst du relativ schnell kaufen, stellst es dahin. So, wenn aber die Atmosphäre nicht stimmt, wenn da nicht trainiert wird oder die Leute nur mit ihren Handys am Arbeiten sind, das fuckt total ab.
So, bei uns sind Stative erlaubt, solange sie keinen behindern. Aber du belegst da nicht jetzt ein Gerät eine halbe Stunde, weil du dafür eine halbe Stunde drei Sätze gemacht hast, 5 Minuten Training und 25 Minuten am Handy. Ne? Also da ganz klar, die Atmosphäre, gebe ich dir absolut recht, ist das Allerwichtigste. Du kannst aber nicht vermeiden, dass du auch Leute im Studio hast, die du eigentlich nicht haben möchtest, weil die Miete muss bezahlt werden. Ja, und das macht halt nur, also Bodybuilder bei uns sind 10%, nein, 25%, würde ich sagen. Der Rest ist dann auch Leute, die gerne wären Bodybuilder, die kommen auch jeden Tag, die sind aber. Was ich aber auch sagen muss, ich habe grundsätzlich auch die Erfahrung mit dem Sportsinn gemacht. Es gewinnt ja auch wirklich an, ich sage jetzt mal, Qualität, es wird immer besser. Und mir ist allgemein aufgefallen, desto besser das Gym ist, desto mehr lockt es halt junge Leute an. Warum lachst du Guck mal, Hintergrund bei so? Freddy. Hinter Penny. Also, ach, grüß dich. Hi, Steve. Steve Bentin, Stargast heute. Hey, Jawohl. geil, Ja. Steve, was geht? Das packen wir jetzt in den Titel rein, dann bekommt es mehr Klicks. Genau, das ist es. Steve Benchin in der Ja, Massenkonferenz. ist wie so ein Papagei bei Paddy auf Eigentlich. der Schulter. Ja. Wunderschön. Wunderschön. Ja, was hast du gerade gesagt? Ja, genau. Desto bekannter ein Gym ist, desto besser ein Gym ist, desto mehr zieht es junge Leute an, die Leute, die man vielleicht Gut im so Tipp ni ist. nicht haben will. Alles gut bei dir? Die sagt, man braucht Frauen im Gym. Massige Weiber. Ja, Ja, da hat genau. er wirklich recht. Frauen ziehen Männer an. Ja, Steve, ja. definitiv. Hat er recht. Die hören dich, glaube ich, nicht. Hört ihr ihn? Nee, ne? Nee. Wir wollten jetzt Nee, mal nee. Hört er leider nicht. uns? Nee, ich glaube auch nicht. Das Ja. läuft ja erst über die AirPods. Ah, okay, ja. Ja, stimmt ja. Er ist stolz auf Markus mit seinem Postdown gegen Matze. Hey, Steve, dafür komme ich zu dir vorbei, Mann. Ja. Er muss arbeiten, er muss wieder gehen. Er muss arbeiten. Steve, viel Spaß, danke. Geil. So, Also, jetzt wie muss ich die Frage gewährleistest wieder du, finden. Paddy, dass du die richtigen Leute reinholst, dass du massige Frauen reinziehst und. Nein, also grundsätzlich bei der ganzen Gym-Idee ging es mir in erster Linie darum, Bodybuilder sind gut und schön, sieht man ja, die laufen hier auch rum, aber wie Marco schon sagt, die bringen mir ja nicht viel Geld. Ne? Also am Ende des Tages kann ein Studio eigentlich nur durch die Atmosphäre leben und durch die Art und Weise, wie die Mitglieder sich hier wohlfühlen. Also es ist scheißegal, wie toll ich mein Gym finde, wenn es keiner feiert, hilft es mir auch nicht. Also es hilft mir nicht, wenn ich die besten Geräte habe, was von vornherein ursprünglich mal die Idee war. Aber ohne dass man das jetzt böse meint, man sieht es jetzt natürlich beim Invictus, viele vergleichen mich ja aktuell durch die Hamburger Szene miteinander. Die haben einfach vom Equipment her sind die mir weit voraus. Die Location an sich, so wie sie es aufgebaut haben, ist auch mega. Ne? Also es sieht geil aus, es ist big, es ist modern, es hat eine gewisse Art und Weise, die ich nicht erreichen kann, weil dafür fehlt mir einfach auch das Geld. Bei mir liegt es halt eher darauf, oder den Fokus habe ich darauf gelegt, alte und neu zu kombinieren. Also ich habe viele alte Gym 80 Geräte aus den 80er, 90ern hier, gepaart mit den neuen Cybex-Sachen, die es mittlerweile gibt, oder auch eine ältere Cybex-Generation. Die Pre-Cryo-Carrion-Line, sprich gerätetechnisch, habe ich ganz schicke Sachen von Star Trek und Flex Iconic und was nicht alles. Oder die neuesten Matrix-Cardio-Geräte, weil ich mich beschwatzen habe lassen. Im Nachhinein war es nicht so wichtig, diese Geräte zu holen. Da hätten auch günstigere gereicht. Aber ich habe mir halt von vornherein gesagt, ich will ein Studio ab 18 haben, weil hier in Hamburg ist es einfach schlimm. Wir haben, glaube ich, in Hamburg sind die meisten Leute im Gym angemeldet von ganz Deutschland. Prozentual berechnet haben wir, glaube ich, 14,6% der Hamburger gehen ins Fitnessstudio. Und davon sind unglaublich viele unter 18 Jahren mittlerweile. Und mich nervt das so sehr, wenn ich in der Vorbereitung bin und ich bin in einem FitX in Hamburg-Stahlshoop. Torben kennt's, also schlimmer geht's kaum in Hamburg. Wir haben 12.500 Mitglieder, die da angemeldet sind. Das heißt, zur Primetime sind über 400 Leute im Gym. Was dann einfach wirklich nur noch nervt. Und demnach habe ich mir Hat. einfach gesagt, okay, ich muss quasi einen Teil schon mal ausgrenzen, ohne dass ich es böse meine, aber die Leute unter 18, die können bei McFit und FitX trainieren und können da erstmal gucken, ob der Sport was für die ist, bevor sie überhaupt einfach nur für Social Media das Ganze machen. Klar, es gibt ein paar Leute, die meinen es ernst und für die tut es mir leid, aber ich mache eine klare Linie.
Und daher grenze ich mich schon mal ein bisschen ab von den anderen, weil alle, gut, Invictus ist auch durch den Preis, das kann sich auch nicht jeder unter 18 leisten. Aber alle anderen Studios sind ja mittlerweile ab 14, 15 zugänglich hier. Zudem habe ich einfach eine klare Struktur. Wer mich oder das Gym oder meine Mitglieder oder ganz besonders die Frau nicht respektiert, der fliegt raus. Ich habe eine schwarze Liste aus umliegenden Studios mir geben lassen, die auf der schwarzen Liste stehen. Zum Glück ist man ganz gut connected, so dass man halt manche Namen von vornherein streichen kann. Selbst wenn das zum Beispiel ist, es sind auch Bekannte von mir dabei, wo ich gesagt habe, ich will euch hier nicht sehen, ihr habt keinen Respekt vor Frauen. Solche Leute will ich hier erst gar nicht haben. Und dann habe ich lieber ein Mitglied weniger und gewinne dafür 20 Frauenherzen, weil der Spinner dann hier nicht im Gym ist. Richtig. Und Sehr dann guter muss man auch noch Ansatz. sagen, gerätetechnisch habe ich natürlich noch einen Fokus auf Hinterngeräte gelegt, weil das ist wiederum Marketing. Hast du Arschgeräte, hast du Frauen, hast du Frauen, hast du logischerweise auch die folgenden Penisse, die folgen. Fachkorrekt ausgedrückt. Dieter Bohlen hat es damals schon vorgemacht, ne, in seinem Film. Ja, hast du Geld, hast du Frauen, hast du Autos, ne, das war seine Auslistung. Und so ist das halt in dem Studio auch. Wenn du die Frauen da hast, hast du logischerweise auch die Männer, die aus den anderen Studios dann ihre Frauen vermissen und wollen hinterher, so doof das klingt. Und da kann man dann ausselektieren. Ist das wirklich so, Markus? Absolut. Wirklich. Und es spricht sich wahnsinnig schnell um. Wenn Frauen sich in einem Fitnessstudio wohlfühlen, dann spricht sich das rum. Und auf einmal bringt dann die Freundin wieder eine Freundin mit. Die findet es genauso geil. Und was man muss sich auch, das hat man aus der FIBO auch gesehen, der Anteil der Frauen, der ist exponentiell, schießt ja nach oben. Die darf man nicht unterschätzen. Also mittlerweile, am manchen Tag habe ich das Gefühl, ich habe mehr Frauen im Studio als Männer. Und sie trainieren häufig härter als die Männer. Schau dir mal auf den Wettkampf die Bikini-Klasse an. Die sind immer 20, 30 Leute, ne? Und wenn du dann die Bodybuilder anschaust, die werden ja immer weniger gerade, ne? Also die Frauen, das boomt schon extrem, so diese Frauen. Martin, 80 Bikini-Damen beim Invictus-Cup. Oder Ja, 88. meine Freundin hat den Overall geholt, ich Also, weiß. das musst du jetzt noch kurz Sorry. erwähnen. Das darf er auch, das kannst du auch. Ja. Was wäre denn für euch alle so ein absolutes No-Go im Gym, wo ihr auf jeden Fall die Leute rausschmeißen würdet? Wenn die Kaugummi im Respekt. Urinal. Wartet, Leute, ob ihr es glaubt, ob ihr es glaubt oder nicht, heute haben sich zwei geprügelt bei mir im Studio. Ach Quatsch. Ja, weil einer von denen gerne Supersätze macht und wir sind zweistöckig und er ist halt so ein kleiner Herrkopf, ich mag ihn trotzdem. Dann legt er unten ein Gerät und oben. Und der andere Kollege, der hat ihm das schon zweimal gesagt, hey, du kannst doch nicht zwei Geräte belegen, eins da, wobei der andere kein Problem hat, mal zwischen reingeht. So. Und dann haben die sich so aufgesporgt hier so, ne? Und auf einmal haut der eine dem anderen aufs Maul. So, was machst du als Studio? Jetzt an dich. Was machst du als Studiobesitzer? Rausschmeißen, beide, oder? Tja, Auseinanderbringen. also ich kann dem, wie ich es gemacht habe, ich habe mir beide Seiten angehört, unabhängig voneinander. Das ist ganz wichtig, dass du nicht nur eine Seite, du musst gucken, dass du nicht irgendjemanden als Sympathisant nimmst oder sagst, der ist mir lieber. Wenn du dir nur die eine Story anhörst, hast du direkt einen Buhmann. So, Ende des vom Lied war, beide haben sich beruhigt, dann habe ich mir das angehört, habe es beide nochmal zusammengebracht und gesagt, Leute, wie sieht's aus? Dann sind sie sich einig geworden, shake hand und alles cool. Hätte ich jetzt beide direkt rausgeworfen, wer wäre denn der Leidtragende davon? Ich. Warum? Ich verliere zwei Mitglieder. Stimmt, ja. Allerdings Ne? muss man auch sagen, in einem normalen Studio hätte das jetzt nicht unbedingt so einfach funktioniert wie in einem privat geführten Studio. Jeder Nein. kennt Markus im Studio. Zudem ist Markus jetzt auch nicht gerade eine Erscheinung, die man so einfach hinnimmt in einer Situation, wo man sagt, okay, der hat jetzt das Sagen, der hat das Hausrecht, also mit dem muss ich mich jetzt auch nicht unbedingt anlegen und darum diskutieren, wer jetzt der größere Arsch ist. Das ist So. natürlich ein Vorteil, den wir privat geführten Studios haben. Jeder kennt am Ende des Tages die Gesichter der Chefs. Und hat vielleicht auch ein bisschen mehr Respekt als wie bei einem FitX, wo niemand Herrn FitX kennt. Also, oder Herr McFit, den kannte man zwar, aber niemand hatte Respekt vor seinem Eigentum, weil er nie da war. Nie hat er mal einen Putzlappen geschwungen oder nie hat er mal eine Toilette sauber gemacht. Und das ist etwas, was natürlich in privaten geführten Studios anders wahrzunehmen ist. Ne? Also wenn ich jetzt hier rumlaufe mit dem Bollerwagen und putze hier die Toiletten und einer meint, mir daneben pieseln zu müssen, oder was ich überhaupt auf den Tod nicht abkann durch ein FedEx-Studio bei uns, die Kaugummis in den Urinalen, die würde ich ihm zurück ins Gesicht stopfen und ihn Oh ja. rauswerfen. Also, wer so respektlos mir gegenüber ist, der kann auch nicht erwarten, dass er von mir Respekt bekommt, sondern dann gibt es halt eine Stelle und dann
hat er halt das Problem, dass er beim nächsten Mal sich ein anderes Studio wieder suchen muss. Dann muss er wieder bei den anderen Studios in der Umgebung trainieren. Aber wer sich respektlos verhandelt, anderen gegenüber, der kann auch nicht erwarten, dass man mit samtigen Schuhen angefasst wird. Und da sind mir dann ein Mitglied egal. Oder wenn eine Frau sexuell ansabbelt auf eine Art und Weise, was nicht geht, so, dann fliegt er raus und muss damit noch rechnen, dass man ihn öffentlich dafür auch noch an den Pranger stellt und outet. So. Also, wer ein Arschloch ist, wird auch wie ein Arschloch behandelt. Wo fängt Ja, denn bei euch absolut. Respektlosigkeit gegenüber dem Studio an? Ist das schon, wenn man das Gerät nicht abräumt oder die Gewichte irgendwie falsch rum ranschraubt? Oder wo geht's los? Wo wirst du sagen, wo wirst du grantig? Wenn man die Also ich. Gewichte so fallen lässt, ne? Also so richtig die, weißt du, was ich meine, bei so einer Rudermaschine einfach hier loslässt, dass es so richtig da zusammenklatscht und sowas. Ne, sowas finde ich auch immer richtig respektlos, weil ich denke mir, die, gerade in einem privat geführten Gym, da wurde aus eigener Tasche für die Geräte geblecht und wenn die dann scheiße behandelt werden, also da würde ich auch, hätte ich ein Studio richtig ausrasten. Hast du nicht letztes noch so eine Maschine kaputt gemacht? Das war nicht letztes, das war aber aus Versehen. Ne, kurz für die Zuschauer, nicht, dass die denken, ich bin Assi. Ich habe die Nautilus Brustpresse, die Nautilus Brustpresse, die war zu leicht und dann habe ich einen Chimpin reingesteckt und eine Gewichtsscheibe. Und beim Drücken ist dann irgendwie, sind da so zwei Seiten dran montiert und die Seiten sind halt so abgefetzt, als ich gedrückt habe. Ne, weil irgendwie, da konnte man da nichts reinstecken oder sollte man nicht machen und ja. Aber es ist dann, das ist alles wieder repariert, also es ist kein Göttlich. Problem. Das passt dann wieder zu Markus' Aussage, Bodybuilder sind die schlimmsten Kunden. Weil Ja. der normale hätte das gar nicht erst versucht, was Martin da gemacht hat, aber Genau. der Bodybuilder hat es wieder gemacht. Aber dafür habe ich auch Verständnis. Ne? Ich meine, das ist ein Fitnessstudio, das ist wie auf dem Fußballplatz damals, die alten Sandplätze. So, da kann immer mal was passieren und es gibt auch immer mal einen Übergewichtigen, der vielleicht eine Sportart ausprobiert, oder diese Hüpftrampoline, die eigentlich nur bis 90 Kilo sind. Da habe ich auch schon eins in den Rand gesetzt, weil ich dachte, ich kann auch drauf rumrutschen. Aber war halt zu fett. So, Ich also denke. klar, manches passiert halt, weil man vielleicht auch nicht drüber nachdenkt, in der Unachtsamkeit, dass man vielleicht eine Sache falsch einschätzt. Da habe ich dann aber Verständnis für, weil jeder hat mal denkt, vielleicht das sei toll und wird funktionieren und nachher nein, ups, ging doch schief. Kennt jeder. Da nimmt man einen das nicht übel. Aber wenn jemand bewusst, ich sag mal, eine Beinpresse mit 400 Kilo da lässt, dann ist das schon sehr asozial. Denke, Aber willst du ist ihn eine deswegen Kleinigkeit. rausschmeißen? Das ist der Punkt, Nö, genau aber das. es gibt eine Verwarnung und beim zweiten Mal, also es ist quasi wie im Fußball, ne? Gelb, gelb-rot. Vielleicht gibt es noch eine zweite gelbe, weil vielleicht, ja, lass ihn von mir aus jetzt einen schlechten Tag gehabt haben oder seine Katze ist verstorben und er ist vielleicht nicht ganz auf der Höhe gerade. Das ist halt die Sache, die man in so einem Studio halt machen muss. Man kennt seine Mitglieder, man hat vielleicht auch ein bisschen den Eindruck über die Probleme der Mitglieder. Da kann Markus vielleicht ein bisschen besser draus reden, dass es einfach mal Momente gibt, wenn jetzt Karl-Heinz hat jetzt seinen Dackel verloren nach 12 Jahren, dass der vielleicht jetzt nicht ganz auf der Höhe ist und mal was vergisst oder auch einfach ein bisschen schusselig ist, das ist ja vollkommen in Ordnung. Aber man weiß, was Absicht ist und man kann das sehr schnell unterscheiden, weil man die Charaktere halt jeden Tag sieht oder alle 2, 3 Tage. Ich finde tatsächlich dieses Wegräumen von Gewichten, privat geführtes Fitnessstudio, weil das weiß jeder, wem es gehört. Und das weiß jeder, wer am Ende des Tages um 22 Uhr durchs Studio läuft und die Scheiben wegpacken darf. So. Und wenn dann noch einer bewusst und wiederholt diese scheiß Scheiben oder Hanteln nicht wegpackt, dann nehme ich das persönlich. Weil er weiß genau, ich oder meine Freunde, wir müssen das wegpacken. Und da hört es bei mir dann noch auf. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Warum kriegt man es nicht hin, wenn ich die Scheibe auf das Gerät tue, diese auch wieder runterzumachen? Es gibt für mich keine Erklärung, außer ich habe mir was abgerissen. Ja, so. Oder, nee, das. Entweder ich habe mich verletzt und konnte es deswegen nicht wegpacken. Was anderes lasse ich nicht gelten. So, von wegen, ich habe es vergessen. Bitte was? Du vergisst ja auch den Hosenladen aufzumachen beim Pinkeln. Vergisst ja auch nicht. Ja, ich denke auch, diese Respektlosigkeit fängt dann an, wenn die Leute bei einer Ermahnung, es kann ja sein, dass sie es wirklich einmal vergessen, aber beim zweiten Mal, wenn man die ermahnt, ey, pass auf, räum das weg, die darauf negativ reagieren oder ja, pisst reagieren oder es beim nächsten Mal wieder nicht machen, dann beginnt Respektlosigkeit. So, es kann einmal passieren, alles gut, aber beim zweiten, dritten Mal, dann ist es halt einfach so, ja, ich gebe einen Fick auf dich. Ja, dann würde ich, ja, denke ich mal, handeln. Gibt es sonst Verhaltensregeln, die für euch im Gym wichtig sind? Also wie sieht es aus, meinetwegen mit Telefonieren am Gerät oder Telefonieren auf der Fläche generell? Das sind so Sachen, die mich immer so ein bisschen triggern, wenn da so Leute rumlaufen.
Letztens habe ich erlebt, wie jemand in der Umkleidekabine gefacetimed hat. Das sind so Sachen, die mich halt triggern in dem Moment. Ja, das sind immer so Oder? Sachen, die sind mittlerweile Normalität. Ne? Wenn ich da jetzt anfange, jeden noch zu ermahnen, wobei das hatte ich jetzt noch nicht, dass man FaceTime in der Umkleide gemacht hat Ja. oder telefonieren auf der Trainingsfläche nicht, aber dieses permanente Datteln am Handy, WhatsApp schreiben, hey, du kannst doch in dieser einen Stunde, wo du im Studio bist, mach doch deinen Job im Studio. Es kann nicht so wichtig sein, also die Mutter hat vielleicht geschrieben, dass das Schlimmes passiert, kann man auch verstehen, aber es gibt immer dieselben Kandidaten, die permanent zwischen jedem Satz in der WhatsApp am Schreiben sind. Oder sich noch Stories reinziehen, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, aber aus dem wird auch nichts Aber was. Ne? muss ich aber ehrlicherweise sagen, ich bin auch, wenn ich in den Satzpausen bin, bin ich auch so, ich weiß nicht mal nicht, was ich machen soll. Klar, wenn ich bei FitX bin, kann ich rumgucken, das ist wie Kino. Ist immer was los und immer was Witziges. Also man braucht sich ja nur drehen und du siehst bestimmt sechs Sachen, wo du denkst, so, das finde ich ja, wie gesagt, das gucke ich mir dann bis zu Ende. Meistens sind meine Pausen dadurch sogar länger, weil ich das noch beobachte, das ganze Spektakel. Aber eigentlich, damals hatte man auch noch, ich sag mal, in einem Studio. Ja, ich sag mal, die Einstellung, man hat sein Ding gemacht, man war zu zweit oder alleine und man hat halt sich inspiriert durch die anderen. Jetzt ist es eher so, ich lache mich über andere schlapp und mache dann wieder mein Ding. Oder ich hatte früher Fernseher im Studio, in den alten Studios, wo halt meinetwegen Bodybuilding lief oder Fußball oder irgendein Sport. So, das hast du heutzutage gar nicht mehr. Du hast immer nur diese GEMA-Sender da, wo dann irgendwie eine Sportart läuft, die dich im Leben nicht interessiert und dann gucke ich auch nicht zu, wie da irgendeiner BMX fährt oder so, weißt du, auf der geraden Strecke. Also Jetzt nicht so interessant. bist du auch ein TikTok-Scroller oder ein Reel-Scroller oder was? Nee, ich gucke dann immer eher so in den Satzpausen, was habe ich halt gemacht. Ich habe eher so das über den Tag beantwortet, was sowieso reintrudelt. Und dann ist halt immer eine Nachricht, eine Satzpause gewesen. Aber einfach nur, weil ich nichts anderes mit anzufangen wusste in den, sag ich mal, 60 bis 90 Sekunden. Oder ich Ich habe kann nach Luft das. geschnappt und lag da doof rum. Denkt mir Oder ich gehe in so. Kreis, das machen auch viele. Ich gehe in Kreis. Mich haut So das richtig, voll ich habe aus. immer meine Ruhe. Wollte ich Mich gerade haut das sagen, voll aus also dem System. ich finde, man muss sich Ja. doch mental auf den nächsten Satz fokussieren. Also ich muss, wenn ich den einen Satz Ja. habe, dann muss ich genau, wenn ich einmal raus bin, dann wird der nächste Satz nichts, weißt du? Dann muss ich genau, okay, jetzt geht das Gewicht noch schwerer, jetzt muss ich gleich wieder abliefern. So, also so gehe ich daran. Bei mir Ja. auch so, Und ich genauso. glaube, das ist auch eine Typsache. Ja, zum Beispiel hat der Enrico zum Beispiel ist ja auch oft am Handy und ich meine, schau dir den Enrico an. So. Ja. Ich kann es jetzt also in Paddys Situation jetzt verstehen, dann ist er vielleicht mit dem Kopf nicht ganz im Training, weil er noch irgendwie das Schließsystem klären muss fürs Studio oder wann die mit der Bodenreinigungsfirma noch reden muss oder die wartet auf einen Anruf von der Bank, ne, dass er deswegen am Handy ist, das ist schon, das verstehe ich schon. Aber es gibt ja auch wirklich die Leute, die halt wirklich im Training gefühlt die halbe Zeit telefonieren. Ja, Und sowas würde jetzt natürlich bei mir hier in die Frage kommen, aber ich war die letzten 14 Monate in diesem Gym zugange. Ich kenne ja. schon gar nicht mehr normal trainieren ohne den Gedanken, ich muss wieder irgendwas machen. Ja. Also ich freue mich darauf, wenn ich irgendwann mal wieder trainiere ohne, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Also jetzt bin ich hier Ist am ja eine ganz Trainieren und klare werde wahrscheinlich trotzdem Ausnahmezustand. an irgendwas wieder denken müssen. Oder wenn man halt mit Steve und Co. dreht und trainiert, dann ist natürlich auch viel Humor dabei. Und ich bin jetzt ja auch keiner, der das so eifrig sieht wie jetzt meinetwegen Mike Fiesler aktuell. So, den sehe ich ja auch permanent. Der kann nicht links und rechts. Martin ist ja auch einer, der nicht links und rechts gucken kann, was ich so in der Vergangenheit mitbekommen habe. Der muss halt auch immer straight sein. Ich bin halt so richtig, ich mache noch drei Witze und mache dann einfach wieder die 60 Kilo und spiele damit rum. So, wenn ich halt das Training mache, wo ich weiß, okay, das läuft sowieso am Schnürchen, dann muss ich mich auch nicht groß anstrengen, bin ich ehrlich, bin eine faule Sau und esse jeden Tag Pizza. Ich bin aber auch ehrlich zu mir selber und weiß, diese großen Bühnen, die werde ich nie erreichen und mache das einfach, weil ich Spaß an dem Ganzen habe und nicht, weil ich irgendwie das nächste Gramm Protein in Muskeln umsetzen muss oder whatever. So. Ich habe mit dem Studio angefangen, habe 130 gewogen, heute Morgen habe ich 117 gewogen, das ist mir Banane. So. Gib uns mal so ein paar Informationen. Also in 4 Tagen kann man ja im Prinzip dann Mitglied werden bei dir oder kann man das jetzt schon? Was wird eine Mitgliedschaft bei dir kosten? Wie sind die Vertragslaufzeiten? Ja. Also, ich habe aktuell zwei Verträge, beziehungsweise ab Donnerstag. Es gab ja noch tierisch Probleme mit einer Studio-Software, die ihren Vertrag nicht eingehalten hat, wodurch ich wieder 3 Wochen verloren habe. Demnach musste ich gerade letzte Woche eine neue Software kaufen für ein Jahr. Also so Probleme, die man sich auch nicht wünscht. Und wir haben einen Zweijahresvertrag und einen Einjahresvertrag. Da 2 Jahre 45, ein Jahr 52 Euro mit 30 € Anmeldegebühr.
Das beinhaltet dann halt die Getränke umsonst. Ich habe eine Sauna, die ich zu Saunatagen anmache. Das ist natürlich alles so ein bisschen Kommunikation mit den Mitgliedern. Ich mache die Sauna jetzt nicht von 7 bis 21 Uhr an, damit morgens um 7 freut sich Heinz und abends um 21 Uhr freut sich Chantal. Da muss man schon ein bisschen sprechen, dass die Mitglieder das auch wirklich nutzen und ich nicht nur diese riesen Sauna da anhabe und keiner ist drinne. Sonst gibt es bei uns eigentlich auch nicht viel wie einen Posingraum. Ich habe noch einen Physioraum, da ist die liebe Sabrina am Cello drinne. Die ist wahrscheinlich auch allen näher im Begriff. Und 24-7-System geht erst in ein paar Wochen, weil es hier in Hamburg notwendig. Hier sind so viele Betriebe. Ich bin hier im Industriegebiet. Neben mir ist direkt Nestle. Das ist ja auch ein Begriff mit ein paar tausend Mitarbeitern, die 24-7 arbeiten. Auf der anderen Seite ist die Hochbahn mit ein paar tausend Mitarbeitern. So, die arbeiten halt alle im Schichtbetrieb. Oder auf meinem Hof selber ist auch noch eine Feuerwehr und ein Rettungsdienst. Die haben auch 24-7. Demnach war das für mich auch schlüssig, auch 24-7 anzubieten. Langfristig. Hast du bereits im Vorfeld, bevor du das Studio aufgemacht hast, Verträge machen können? Oder startest du damit erst bei der Eröffnung? Damit starte ich jetzt Donnerstag, wenn alles glatt läuft. Die letzten 4 Wochen, 5 Wochen, 5 Wochen sogar, habe ich leider anwaltstechnisch mit einer ja, Softwarefirma diskutieren müssen, Krass. die auf ihr Recht bepocht, obwohl sie kein Recht haben, aber weil sie das Machtmonopol auf ihrer Seite haben, ist das halt ein bisschen Kampf gegen Windmühlen. Es hat sich auch keiner bei mir gemeldet die letzten Wochen, trotz Anrufe, trotz E-Mail, trotz schriftlich per Einschreiben senden, bis ich Geld zurückgebucht habe. Jetzt hat sich jemand gemeldet. Es funktioniert immer. Vielleicht auch da gleich anschließend Demnach. die Frage, welche Schwierigkeiten, da auch an Markus und vielleicht auch an die Jungs, falls ihr was mitgekriegt habt, welche Schwierigkeiten sind denn auf dem Weg der Gym-Eröffnung aufgetreten, von denen du am Anfang überhaupt nicht gedacht hättest? Zuallererst Geld. Also, ich bin ja tatsächlich ein bisschen blauäugig. Ich hatte ja 2019 die Idee, schon ein Studio aufzumachen und habe auch zwei Studios damals aufgekauft. War dann nicht so schlimm, dass ich 2020 nicht eröffnen konnte, sondern ein gutes Home Gym hatte für die Zeit. Oh, das kommt. Krass, er kommt noch. Ja. Aber ich habe halt nicht gedacht, dass da so viel Geld reinkommt, weil einfach auch durch die Behörden vieles nicht so einfach war in den vergangenen 14 Monaten, wie es jetzt mit der Immobilie hier zu tun hat. Beziehungsweise zwei, ich habe zuvor noch eine andere Immobilie, habe dann erstmal Nutzungsänderungsantrag gestellt, der hat 3 Monate gedauert. Dann am Ende gab es eine Parkplatzproblematik mit den Eigentümern, wodurch das alles wieder hinfällig wurde, weil ich da nicht genug Parkplätze gehabt hätte. Und dann habe ich einfach nicht bedacht, wie viel Geld das alles insgesamt kostet. Ne? Dann kaufst du mal eben die Studiosoftware für ein Jahr. Dann holst du mal eben ein paar neue Geräte, denkst nicht groß drüber nach, dann schließt du hier noch einen Leasingvertrag mit einer Cardio-Firma. Dann wird dir im Vorfeld gesagt, das kostet Summe XY, dann kostet es auf einmal am Ende des Tages 700 € mehr im Monat. Dann kaufst du einen Tresen, dann, also es sind so viele kleine Kosten, wie jetzt zum Beispiel allein schon diese blöden, hier, Klobürsten, die ein halbes Vermögen kosten für die ganzen Toiletten. Die Putzmittel, Wandfarbe hat ein Vermögen gekostet für die ganze Fläche. Denkt doch kein Mensch, dass Anthrazit so eine scheiß teure Farbe ist. Dachte, das sei so eher so basic. Weißt du, ich wollte ins Bauhaus gehen und Farbe kaufen und selber streichen und dann sagen alle, du bist ein Idiot. Das muss eine richtige Firma machen. Habe ich halt zu Anfang mir ein bisschen schöner ausgedacht, als es ist. Oder einfacher. Oder auch die ganzen anderen Kosten. Dann brauchst du Notar, dann brauchst du einen Architekten für die Nutzungsänderung, dann brauchst du einen Patentanwalt, dann brauchst du neue Bezüge für die Geräte, dann musst du noch Kleidung kaufen und was nicht alles. Und somit summiert sich das natürlich, dann bist du mal schnell bei so einer Viertelmillion und denkst so, huch, eigentlich sehe ich hier keinen Lambo stehen. Also indirekt schon, aber ich sehe ihn nicht. Ja. Und hast noch nicht 1 Cent verdient. So. Das kommt hoffentlich, wenn jetzt sich dann in 4 Tagen bei dir ganz, ganz viele Leute aus Hamburg und Umgebung anmelden. Ja, nur Erstmal, hallo anmelden ist Chris, nicht schön, dass du da schlimm. bist. Hey, sorry für meine Verspätung. Ich habe es ja angekündigt, aber ja, ich Kein weiß nicht, Problem. wie lange schon macht. Wahrscheinlich hört ihr bald auf. Nein, na klar, Quatsch. Wir sind jetzt ein halbes Stündchen dabei. Das passt schon. Vielleicht kannst du und Markus nochmal dem lieben Paddy ein paar Tipps geben als Gymbesitzer. Worauf sollte der Paddy jetzt in den ersten Monaten auf jeden Fall achten, damit sein Gym nicht direkt in einem Jahr wieder schließen muss? Ist ja schon zu spät, oder? Na, er macht es ja erstmal auf jetzt.
Wann öffnest Samstag. du? Ah, cool. Viel Erfolg erstmal. Danke, danke. Und das finden alle, also ich liebe mein Studium, ich liebe meinen Job, aber alle, die immer meinen, ein Studio aufzumachen, ist endgeil. Dein Training wird ab sofort nicht mehr so, wie es mal war. Du wirst Das haben jedes wir Mal, gerade durch, ja. ja, du musst dir, wenn du Öffnungszeiten hast, dann kannst du, würde ich trainieren, wenn es nicht offen ist. Ansonsten musst du immer unterbrechen. Aber mein, wenn du Da kann rein. ich direkt unterschreiben, direkt. Ja, Ich das trainiere nicht in unterschätzt. meinem eigenen Studio, ich trainiere woanders. Ja, das unterschätzen alle immer, weil alle Ist sagen immer, so. boah, du hast ein Studio, kannst den ganzen Tag essen und trainieren. Kannst du gar nicht. Vor allem, Ja, wenn du vor jetzt, wie du sich. gerade erzählt hast, mit der Kohle, du musst dann schauen, dass wieder Geld reinkommt. Und wenn jetzt einer zu dir herkommt im Training und sagt, hey, ich würde mich gerne anmelden, und du sagst, boah, nee, ich trainiere aber jetzt gerade, dann geht halt woanders hin. Wo ist das Ja, Studio? In klar. Hamburg, oder? Ja, Hamburg-Wandsbek, also sehr zentral. Also im Cool. größten Bezirk Hamburgs. Zu der Farbe übrigens hättest du schon selber streichen können mit Kumpels. Die Leute wollen es dann immer andrehen. Aber Das haben dann die Kumpel von mir gemacht. Aber die ja. Farbe an sich zu bestellen, die kriegst du ja nicht einfach im Baumarkt mit diesem abwischbaren Latex-Zeug, was da noch mit Ja, wenn du reingemischt sowas sehr wird. Spezielles willst, schon, aber die Leute wollen dir oft was ausschwatzen, du kannst schon viel selber machen. Aber ich habe auch ganz viel Lehrgeld gezahlt und wir waren. Es ist lustig auch, wie du erzählst, dass mit den ganzen Kosten. Mir war nicht bewusst, dass Spiegel so teuer sind. Wenn du vernünftige, dicke Spiegel haben willst, Katastrophe. Hey Ja, Chris, stimmt. da pass auf, da sage ich dir was dazu. Ich habe ja dieses Studio übernommen, habe dann erstmal einen großen Umbau machen müssen. Und ich habe die untere Fläche, das sind ungefähr 700 Quadratmeter, die war komplett verspiegelt. Da habe ich alle abgerissen und weggeschmissen. Oh, ja, da hättest du auch Geld Ja, dafür bekommen können. das war ein Vorstellen, dieses Studio wurde gebaut 78. Und damals wurden Okay. diese Spiegel aufgehängt, das waren früher Lagerhallen. Und dann waren das so 20 Zentimeter dick und auf 3 Meter lang. Solche Spiegel, das kannst du eigentlich nicht viel gebrauchen. Aber es war komplett verspiegelt, weil sie gedacht haben, damit können sie die Räumlichkeit größer machen. Völlig falsch. Durch diese extrem vielen Spiegel war das so verschachtelt, dass alles viel gepresst und klein vorkam. Und du hast dich selber gar nicht mehr wahrgenommen und alles rausgerissen. Waren die verklebt oder nur aufgehangen? Verklebt. Oh, Scheiße. Ja. Ja, das weiß man Nachgelegt. aber alles erst, wenn man das selber mal gemacht hat. Ja, Das ist Mann, immer, ganz wie genau. gesagt, es ist super cool, mein Studium, das ist mein Baby, damit hat alles angefangen bei mir. Aber es ist schon ein Haufen Arbeit, die du reinsteckst. Du wirst ziemlich viel Zeit da drin verbringen. Und wenn du dir eine Leidenschaft dafür hast, dann ist es super cool. Und du musst dann auch schauen, dass du einfach, ich sag jetzt mal, einfach für die Leute da bist. Wenn du merkst, dass du dafür brennst, auch, dann wissen die das oft zu schätzen. Das sind oft so Kleinigkeiten wie bei mir, sagen sie zum Beispiel immer, hey Chris, wenn bei dir was kaputt ist, ist es in ein paar Tagen wieder ganz. Das liegt meistens daran, weil ich halt selber dran trainiere. Und in anderen Studios kennst du es halt oft, dass es dann 3 Monate gesperrt ist, weil der Techniker gerade keine Zeit hat. Oder so. Ja. Und wie groß ist dein Studio? 1200 Okay. Quadratmeter. Wie viele Geräte hast du? Aktuell habe ich, glaube ich, 91 Cardio- und Kraftgeräte zusammen. Hast du alles gekauft oder auch geleast? Ein Cardio ist geleast, alles Wenn du es andere nicht ist sagen freiwillig. willst, gell, dann ich will nicht dein. Ich bin offen über alles. Ich Ja. kommuniziere auch über Zahlen. Also ich bin da Okay. Freischnauze. Ich habe immer, ich finde, oder ich, meine Einstellung ist halt, alle meine Mitglieder sollen wissen, woran sie hier mithelfen. Ne? Also es ist ein Projekt, wo ich zwar auf dem Papier von mir aus der Chef bin, aber sonst ist das ein Studio, welches wir alle repräsentieren. Demnach habe ich auch ein bisschen eine Ausgliederung vor, die ich halt, indem ich nicht jeden wahrnehme. Um mich herum sind, glaube ich, 11 Studios in 5 Kilometer. Wenn Alle du es schon gut bestehende. machst, ist es nicht so schlimm. Wenn du Nee, es ich habe mich gut dann und bewusst anders hier machst. hingesetzt. Also bei mir sind es auch tatsächlich 10 oder 11 und alle haben mir gesagt, boah, bist du irre, willst du noch ein Studium machen, wie soll denn das funktionieren? Aber wenn du irgendwie was bedienst, was sonst nicht so bedient wird und sich Leute bei dir wohlfühlen, vor allem ist es oft in selbstgeführten Studios doch nochmal ein bisschen anders, weil es halt nicht so nach Schema F wie in der Kette läuft, dann kann das schon cool sein. Aber einfach ist es nicht. Also ich habe, glaube ich, Nee, zwei das nicht. Jahre oder so oder 2, 3 Jahre habe ich wirklich schauen müssen, dass ja am Monatsende alles bezahlt ist und hatte Angst, dass was kaputt geht. Chris, darf ich fragen, wie viele Mitglieder du hast mittlerweile? Boah, ich hasse diese Frage, weil ich es nicht weiß. Also jetzt Naja, circa. ungelogen nicht, weil ich sage, weil ich habe viele so Also. Zeitarbeiter, Monatsdinger, die dann wieder kommen und gehen. Weil bei mir sind ganz viele Hotels drumherum mittlerweile entstanden. Aber ich würde sagen, mein Studio ist nicht so riesig, aber ich würde sagen 400. Top, so geile Ja, Zahl. Habe ja. ich auch.
Und ich ist aber auch bei mir so, dass ich mein Studio nicht wirklich, also Bewerbe. natürlich bewerbe ich jetzt schon in Instagram oder so, aber ich mache jetzt hier nicht lokal in der Zeitung Werbung und sage, kommt alle zu mir und ich mach das und das Angebot, weil ich will jetzt auch nicht. Also wenn sie kommen will schon, aber ich will jetzt nicht diese 0815 Hausfrau, bei mir läuft auch Rammstein und so, die finden das eh nicht so toll. Wenn sie es cool findet, herzlich willkommen. Aber ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich hatte am Anfang ganz lustig, nur Jungs. Es waren damals nur Jungs und meine Freundin und sonst keine einzige Frau. Haben wir gerade drüber gesprochen, dass Paddys Taktik ist, die Frauen ranzuholen, damit die Männer nachkommen. Ja, das funktioniert. Ja. Und ich habe damals, ich hatte nur Jungs und dachte, boah, Scheiße, was machst du denn jetzt? Und die Leute hatten so ein bisschen Angst, bei mir zu trainieren. Und es ging dann auch das Gerücht rum, oh, ich habe irgendeine Aufnahmeprüfung, bei mir muss man das und das können und schaffen. Und ich habe dann wirklich mal angefangen, dass ich sage, okay, ich weiß nicht, mir zu helfen, ich lasse jetzt einfach mal jede Frau, die sich anmeldet, 3 Monate umsonst trainieren. Einfach so. Und dann hat sich das so ein bisschen rumgesprochen, dass es doch ganz cool ist. Und dann hat sich das so schneeballmäßig entwickelt. Aber ich musste da schon drum kämpfen oft, weil ich war wirklich nur Jungs. Ja. Ich will ja auch nicht das Martin, aber Gespräch an mich reißen. wie groß Alles sind gut. eure Einzugsgebiete? Also einwohnertechnisch, habt ihr da einen Überblick, bezirktechnisch? Also schon viel. Also Dachau hat, glaube ich, was heißt viel? Kann man so und so sagen. Kleiner wie Hamburg. Dachau hat 60 oder 80.000 Einwohner ungefähr. Und du hast da drumherum dann noch oft kleine Ortschaften, Dörfer und du hast halt München auch in der Nähe. Bei mir ist es Ich habe Freiburg hat 280.000 Einwohner. Ist aber sehr verstreut, also ist nicht so geballt Freiburg, sondern da geht es sehr weit in den Süden, sehr weit in den Norden. Aber in meinem direkten Umfeld, Einzugsgebiet, also wenn ich jetzt, glaube ich, die 5 Kilometer nehme, sind es 24.000, glaube ich. Auf die engere Kilometerkreis. Ja. Ja gut, Frauen Hast beißt du ja da im so Anfang. wirklich Wirtschaftsanalyse gemacht oder hast du es aus dem Bauch raus entschieden oder hast du da schon. Nee, 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 nee. Ich hatte mal vor ein paar Jahren habe ich schon mal die Idee gehabt, den Gedanken davon, eine Studie zu machen. Und da für den Businessplan musste ich das erarbeiten und da habe ich die Zahlen damals geholt. Das ist allerdings schon 5 Jahre her, das hat sich wieder geändert. Aber von den Zahlen her war das sehr attraktiv. Allerdings unattraktiv, Freiburg eigentlich, weil 26 Studios in Freiburg und Umgebung sowieso da schon da sind. Und ich kann nur überleben, weil ich, so wie du, Chris, auch eine Nische bediene. Aber dein Studio gab es schon, oder? Genau, richtig. Ist es dieses Studio 52 oder Gym 52? 52, ja. Genau, das war doppelt so gut wie 26, Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Woher kommt es? Oder ist es die ne? Haus? Haus, die Okay, Hausnummer, Zufall. Digga, einfach nur die Hausnummer. Warum Ich habe das hier. 26 Hä? bei dir? Warum 26 bei dir? Oh, jetzt wird es ganz ruhig. Periodensystem, ne? Ja, genau. Das ist die Bei Ordnungszahl von Eisen. Eisen. Ja. Nein! Ja, ich bin Haus Nummer Ach, 3. geil! Und ich habe damals immer überlegt, was ich für einen Namen haben will. Und ich habe halt einfach, ich bin ganz stupide drauf dran gegangen, vielleicht auch manchmal ein bisschen dumm. Ich habe mir alle möglichen Sachen einfallen lassen, habe das immer gegoogelt. Und wenn es das schon gab, dann war es raus. Wollte ich Okay, nicht. Weil ich wollte das habe ich auch irgendwas, was gemacht. sonst nicht gibt. Und ein Kumpel von mir, der ist tatsächlich Jurastudent und ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und Ja. dann, weil ich wollte irgendwas mit Eisen, Iron, irgend sowas. Und dann sind wir auf die Zahl gekommen mit dem Periodensystem der chemischen Elemente. Deutschland. Dwayne, wie würdest du dein Studio nennen? Biceps-Business. Wie? Biceps-Business, okay, ja. Biceps-Business, ganz klar. Aber du würdest Aber keins ja. aufmachen wollen, oder? Heutzutage? Bitte? Du würdest kein Studio mehr aufmachen wollen, oder war es auch mal ein Traum von dir? Ja, das war wirklich ein Traum von mir und das ist auch gerade noch im Gespräch, tatsächlich. Aber das ist ein anderes Thema, kann ich euch mal privat erzählen. Das Problem ist an der Sache oder das, was mich gerade so stört, ist, dass ich dann sehr ortsabhängig bin. Und das ist etwas, wo ich noch ein bisschen drüber nachdenken muss. Ja. Kommt darauf an, wie du es aufziehst. Du kannst schon das so machen, dass es am Schluss ein Selbstläufer ist. Im Sinne von, Ja. bei mir ist es halt tatsächlich so, ich wollte es von Anfang an, dass ich 24 Stunden auf habe. Das war mir Ja. ganz wichtig. Und bei mir kommen vom Zeitarbeiter, Schichtarbeiter, wie auch immer, es ist aber bei mir nachts kein Personal da. Die unterschreiben alle, dass sie da eigenverantwortlich trainieren. Bis das alles Kamera überwacht und so, aber es ist in der Nacht jetzt niemand da. Also es ist auch bei mir jetzt so, dass wenn ich sage, ich verfliege jetzt eine Woche nach Alicante oder wo auch immer,
Dann habe ich zwar trotzdem meine Mädels da, aber es muss nicht durchgehend Personal da sein, dass ich sage, ich kann nicht weg. Ja, Du bist aber immer trotzdem gebunden, das stimmt schon, aber. ich denke mal, das liegt aber auch an Personal, weißt du, was ich meine? Zum Beispiel jetzt hier bei uns in Gummersbach ist halt eine Kleinstadt. So, ich weiß noch damals, wo ich in Berlin war, da war jeder Mitarbeiter austauschbar. Und es war für mich normal, dass, wenn jemand geht, kommt jemand Neues. Aber hier ist es halt. Schwierig, schwierig, gute Leute zu Ja. finden, überall. Genau. Und hier ist halt auch das Problem. So, hier muss der Chef Angst haben, dass die Mitarbeiter gehen. Das ist auch mein, also wenn ich ein Studio hätte, woher weiß ich, dass ich gute Mitarbeiter habe? Was passiert denn? Das sind halt meine Sorgen, weißt du, was ich meine? Ich hätte Bock, das ist, glaube ich, mal von vielen Bodybuildern ein Traum. Und bei mir besteht halt die Möglichkeit. Aber ja, man muss es halt so aufziehen, wie du sagst. Das stimmt. Ja, muss ein 24-7-System rein, das ist zum Beispiel auch sehr wichtig. Ja. Es gibt ja auch mittlerweile sehr viele Sachen. Da will ich natürlich, da habe ich ein bisschen Angst, dass es dann das Persönliche verloren geht, aber man kann ja sehr vieles automatisieren mittlerweile. Sehr, 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 sehr vieles. Habe ich jetzt auf der Fibo gesehen, wo ich rumgelaufen bin. Also du kannst ja von Shakes selber machen, bis hin zu EAA-Getränke gibt es Automaten für. Also das heißt, ne, das kann man alles automatisieren. Das heißt, was ist in 5 Jahren? Aber nichtsdestotrotz will ich auch hundertprozentig Leute auf der Fläche haben, wo sich auch die, oder Personal auf der Fläche haben, wo sich die Mitglieder wohlfühlen. Ja, das ist 100%, das Persönliche muss da sein. Ja, Aber das das mit den macht mir. Shakes aus dem Automaten, also ich habe das nicht, ich habe nur einen Automaten mit Fertiggetränke, aber so ein Shake-Automaten ist hygienemäßig schon nicht schlecht. Ja, Also ist für die gut, ganzen gut. Auflagen und so. Und auch halt wieder, du musst es nicht bedienen, das kann 24 Stunden, ist verfügbar, jeder kann es Ja. benutzen. Natürlich. Ja, deswegen, was ist in 5, also, ne, es existiert schon, was ist in 5 Jahren, wenn ich auch drüber nachdenke, halt ein Studio aufzukaufen. Ja, ich bin gespannt, wie ich mich entscheiden werde. Ich hätte voll Bock. Ich beneide euch alle sehr. Ich denke, da hängt sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin. Gerade jetzt Paddy mit den ganzen Sachen, die er gerade zu tun hat beim Aufziehen. Aber ich denke, es ist schon was Schönes, wenn man so seine eigene kleine Familie hat da. Ne? Kann ich dich fragen, warum du aufgehört hast mit Bodybuilding? Nochmal bitte. Warum hast du aufgehört mit Bodybuilding? Ich fange wieder an. Krass. Danke. Bitte. Echt? Ja, ich fange mal wieder an. Ich bin im Herbst wieder auf der Bühne. Ich fand dich, ich kann mich noch erinnern, ich glaube 2019 oder so. Und weil da habe ich dann auch so ein paar Pro-Qualifier gemacht und dachte, du hast irgendwas gewonnen, wie Dennis James oder so. Dennis James, genau. Genau. Und dann habe ich mir dich so angeschaut, dachte mir, oh Mann, jetzt startet der auch und dann muss ich gegen den ran. Und dann hast du was, aber irgendwann warst du weg. Sagt gerade ein Olympiakandidat zu mir. Das ist, ich fühle mich geehrt. Das war ich ja damals nicht. Ich weiß, aber jetzt bist du es. Jetzt bist du es. Ja, das lag daran bei meinem Knie. Mein Knie war komplett, oder ist, ja, nee, ist nicht mehr Schrott. Ich habe einen Weg gefunden. Ich habe Patellaspitzensyndrom und Quadrizepssehnenentzündung. Und das Problem hierbei ist gewesen, dass in Deutschland mir keiner helfen konnte. Das war bei mir so stark und tief drin, dass ich es nicht wegbekommen habe. Habe mir aber jetzt einen Sehnencoach aus Amerika gebucht, quasi. Macht man denn da? Bei diesem Problem, das große Problem bei Patellaspitzensyndrom und also bei der Tendinopathie ist, dass Deutschland denkt, dass man es wie so eine typische Entzündung behandeln muss. Heißt, oh, da ist Spannung auf der Sehne, das heißt, wir müssen die Muskulatur drumherum lockern, Ultraschalltherapie und das wird alles nicht klappen. So, was du machen musst, ist, du wirst sie immer haben, diese Probleme, aber du musst deine Sehne so stark trainieren mit bestimmten Trainingsmethoden, dass sie so fest wird, dass du schmerzfrei bist. Das heißt, ich werde die Probleme oder die Krankheit immer haben, dieses Sehnenleiden, aber ich kann halt schmerzfrei damit trainieren, weil die Sehne halt stark genug trainiert ist. Das heißt, ja, von Time-Under-Tension-Trainingsvarianten bis isometrischen Übungen, es ist ein größeres Konzept, wie man diese Sehne trainiert. Und das hat halt innerhalb von 4 Monaten geklappt mit dem Coach. Und jetzt bin ich fast schmerzfrei, aber ich kann schwer trainieren, sagen wir mal so. Was willst du machen? Classic. Warst du damals schon am Limit oder ist das hat sich jetzt Nee. erhöht? Damals, als ich bei der Dennis James Classic war, da war ich 6 Kilo unter meinem Limit. Ah, cool. Wie Ja, groß bist du? 1,87. Ui, dann hast du 106 auf der Bühne und 104. Genau, 106 darf ich wiegen, Ja, 105,5 darf ich irgendwie wiegen. 104, 106, ja. Ja, genau. Und damals habe ich 98 Kilo gewogen. Ja, aber Ja, da durfte cool. ich auch zu dem Zeitpunkt nur 104 wiegen, es wurde ja erhöht. Was hast du jetzt gerade? 118. Ja. Ja, Chris, zieh dich warm an. Da kommt Ja, ich bin was. gespannt.
Ich Ich bin habe vorhin auf bereit. der FIBO gesehen und auch total begeistert gewesen. Wie stellt Brain ihr sieht denn brutal aus, das? ja. Ihr habt eine schöne Linie, das war Danke immer das. sehr. Ich bin schon oft beeindruckt, wenn jemand dicke Muskeln hat und so. Aber wenn du dann halt noch eine Linie dazu hast, das ist dann immer gefährlicher noch. Fühle mich geehrt, danke sehr. Das wird brutal aussehen. Ist wirklich schon lang. 5 Jahre ist das jetzt her schon. 2018. Ja, 2018 war ich das letzte Mal auf der Bühne. genau. Ja, genau. Da habe ich bin 2019 dann international gestartet und dann habe ich mir gedacht, habe ich so, man sieht ja immer, ich bin eigentlich niemand, der, ich hasse das eigentlich immer so zu schauen, wer startet und Gegner und so, aber wenn du irgendwelchen deutschen Leuten folgst, stolperst du irgendwann drüber. Einfach. Also, ich habe auch, wenn ich in Vorbereitung bin, entfolge ich auch diesen ganzen Bodybuilding bis aus Borders und so Seiten, weil ich da ständig irgendjemand sehe, der gegen mich startet. Das bringt mir eh nichts, das anzuschauen. Ich muss einfach mein Bestes geben und dann schauen wir mal. Richtige Einstellung. Ja. Apropos Vorbereitung, bei Markus wissen wir, dass er ja mitten in der Saison steckt. Bei Dwayne dauert es noch ein bisschen, bei Martin auch wahrscheinlich. Paddy hat andere Sorgen. Chris, wie sieht es bei dir aus? Bist du gerade wieder heimlich in Vorbereitung auf Nee, irgendwas? ich habe schon noch ein dickes Gesicht auch, oder? Kann ja sein, dass du irgendwie doch irgendwie auch beim German Cup auch immer wieder auf der Bühne Ich stehst. habe tatsächlich mit diesem German Cup drüber nachgedacht. Ich fand aber, das muss ich jetzt schon als Kritik äußern, dass es viel zu schlecht kommuniziert wurde und viel zu spät. Bei mir ist es so, dass ich ziemlich lange auf Diät war. Ich war, glaube ich, 7 oder 8 Monate in Vorbereitung und war ja dann bis zum Olympia. Und hätte ich beim Olympia schon gewusst, dass dieser German Cup ist, was ich nicht getan habe, Hätte alles möglich. dann hätte ich mich danach anders verhalten. Weil dann ist ja die Phase, okay, du musst deinem Körper mal wieder Ruhe geben, du musst mal wieder Pause machen, du sollst vielleicht nicht alles reinhauen, was du so erwischt. Wobei, ich bin jetzt immer noch gut in Form. Aber ich bin schlicht und ergreifend einfach, ich habe das, glaube ich, im Januar gewusst und dachte mir, boah, ich müsste jetzt schon wieder auf Diät gehen. Ich komme aber gerade aus meiner Regenerationsphase und das ist einfach zu knapp gewesen. Und ich dachte mir, ist schon cool, weil da siehst du halt auch, welche Deutsche da so starten. Ich bin aber der Meinung, und das wird sehr interessant, weil ich schaue als Zuschauer zu, die Leute sehen ja immer nur, oh, wer ist denn der beste Deutsche, aber da kommen bestimmt noch andere. Das ist ja ein internationaler offizieller Wettkampf und ich glaube nicht, dass es darum geht, wer der beste Deutsche ist. Ja, aber es sind ein paar Jungs gerade in Vorbereitung, die ziemlich gefährlich sind, wo ich sage, die könnten da reinspringen. Zum Beispiel dieser Stefan von Patrick Thur. Der wäre auch, glaube ich, in dieser Zeitrange, wo ich mir denke, dann schaut es für die Deutschen schon wieder anders aus. Also, das ist jetzt kein innerdeutscher Wettkampf, aber cool wäre es schon, auf deutscher Bühne mit deutschem Publikum mal zu starten. Es ist ja im Herbst auch jetzt die Dennis James dann in Deutschland auch wieder Profi-Wettkampf. Aber wenn ich mitmachen sollte, dann wahrscheinlich erst so im, was ist das, Juli, August, September in dem Bereich. Und ich weiß auch nicht, wie ich es schaffen soll. Ich habe tatsächlich vor 2 Wochen oder so, habe ich dem Asido Bilder geschickt, weil ich mir dachte, was er meint und was ich überhaupt machen soll, weil ich habe jetzt so teilweise 135, 134 Kilo und bin jetzt nicht so fett. Und ich habe aber halt keine 25 Kilo Fett oder mehr. Und er sagt, geht schon, aber geil ist es nicht, dann, weil da muss ich Muskeln lassen. Und gegen Markus in der offenen? kommt drauf an, weil ich bin jetzt tatsächlich, ich war letzte Woche bei einem Superarzt in München, wo ich mich wirklich komplett durchchecken lassen habe und so viel Blut abgegeben habe wie noch nie für Blutbilder. Und der soll das jetzt alles checken. Und wenn der die Auffassung hat, dass es mein Körper aushält, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken, ja. Bei mir ist es immer so, dass mein. Ich Ja, rede man da eigentlich immer nicht verkriegt. so drüber. Nee. Mein Blutdruck und Nierenwerte. Das Scheiße. ist meine Achillessehne immer. Und meine Leber hält sehr viel aus, offensichtlich. Meine Blutfette sind auch gut. Meine Schilddrüse hält viel aus und so. Mein Herz, die Pumpfunktion und so passt auch. Es ist tatsächlich immer der Nierenwert oder die Nierenfunktion. Und der Blutdruck, wo ich nicht weiß, ob wenn ich jetzt sage, ich muss noch mal 10 Kilo rauf, was ich dann müsste, ist ja nicht jetzt förderlich für den Blutdruck. Unbedingt. Und Und es, gerade die genau. Niere. Und wenn die Niere halt hin ist, das wissen wir alle, da ließ sie hin. Und es war so ein Spezialist dort, der mich jetzt komplett durchchecken lassen hat. Ich muss wahrscheinlich auch so eine Nierenbiopsie machen, weil irgendwas ist bei mir auffällig. Also wenn man die im Ultraschall anschaut, dann ist die ein bisschen heller wie alles andere.
Und es kann sein, dass es auch so ein Autoimmun-Ding ist. Ich weiß es schon eigentlich seit 2019. Und seit 2019 beobachte ich das sehr akribisch. Und umso schwerer ich halt werde, was logisch ist, umso schlechter wird der Kreatininwert. Das hat aber immer was mit Muskelmasse zu tun. Es geht dann eher darum, wie ist der Cystatin C, wie verhält sich der Blutdruck. Dann musst du mal so in 24 Stunden Urin abgeben, wie ist die Filtrationsrate und so. Aber dass du explizit was sagen kannst, sagen auch die, zumindest die guten Ärzte, sind unsere Werte ein bisschen hinten dran. Und man muss eigentlich dann reinschauen, um zu sehen, was ist. Aber wenn man da jetzt sagt, okay, dein Körper passt schon, hält es aus, dann würde ich darüber nachdenken, weil ich fand schon immer die offene Klasse cool. Ich war schon immer, wo ich mit dem Bodybuilding angefangen habe, der Meinung, boah, die offene, ich habe meine ersten Videos waren Ronnie Coleman. Ich war nicht so der Meinung, dass ich gesagt habe, boah, der Chris Bumstead und ich muss jetzt ein Classic-Athlet werden und ich finde es so toll. Das hat sich halt so ergeben, weil ich mir dachte, okay, mit meiner Muskelmasse, die ich aktuell damals hatte und der Größe und dem Gewichtslimit komme ich dahin. Und ich war jetzt auch nicht so unerfolgreich in der Klasse, aber trotzdem finde ich es auch nicht schlecht. Jetzt in der offenen kann man ja auch mit schöner Linie starten. Wie zum Beispiel, nicht, dass ich ausschaue wie der Samson, aber das wäre jetzt ein Beispiel, wo ich sage, der ist schwer, massiv und hat eine schöne Linie. Und das finde ich super cool und schaut super geil aus. Oder damals der Cedric oder so. Das sind so richtige ästhetische Monster trotzdem. Definitiv Monster. Wo ich auch weiß, dass mir noch ein bisschen was fehlt. Aber interessant finde ich schon. Aber dazu kann ich gerade nichts sagen, sondern erst so in 2, 3 Wochen, wenn ich die ganzen Ergebnisse habe. Ja. Ja, halt uns mal auf dem Laufenden. Danke für dein Update auf jeden Fall. Vielleicht nehmen wir Ronnie Coleman als Überleitung, denn Ronnie Coleman war auf der FIBO. Okay, cool. Und Ja, war da würde gut. ich direkt mal einmal den Bogen zur FIBO schlagen. Ganz schlechte Überleitung gerade. Nein, nein, war gut. Aber Ja, eine gute okay. Überleitung. Aber Kabel von während eben, Kabel, wahrscheinlich Kabel. Paddy eher da Geräte shoppen war, Markus, keine Ahnung, was du da gemacht hast auf der FIBO. Ich würde mal wissen, wie habt ihr die FIBO dieses Jahr wahrgenommen? Also ich bin nur wegen Ronnie Coleman zur FIBO gekommen tatsächlich. Also ich war, Echt? ja, ich war 2 Wochen krank. Kabel, Kabel. Ich war eigentlich Mein Handy, Kabel, angekündigt bei Kabel. Grace am Stand für alle 4 Tage und Ah, war hier. eigentlich noch richtig schlimm krank am Freitag und Samstag. Ich war auch in einer richtig schlechten Verfassung auf der FIBO und ich dachte mir dann, Ronnie Coleman ist da, wer weiß, ob der jetzt überhaupt nochmal da ist, weil die letzten 2 Jahre war er jetzt nicht da. Früher war er ja immer da und ich wollte ihm halt mein Tattoo zeigen. Ich habe mir Ronnie Coleman tätowieren lassen Oh. auf die Wade. Zeig Hab ich her. War das so Respekt. ein An Text oder seinem Bild oder Handstand. was? Ich würde es auch gern sehen. Hat zum Glück deine Hose an. Selten. Ah, krass. Das Bild habe ich, wo er nach unten schaut, oder? Ja. Das habe ich Ja, als das ist halt Hintergrund am Handy. heutzutage seine Bestform. Ja, Und geil. ich bin dann quasi Sonntag extra hin, mit dem Zug spontan gebucht und bin dann auch direkt, als ich dort war, zu Ronnie Coleman gegangen und zum Glück, der Markus Ringer hat für den gearbeitet. Und den Markus kenne ich und der hat mich zum Glück, da Wahrscheinlich waren habt ihr wir das als drüben. Hintergrund am Ja, Handy, genau, das ist geil. eine. Ich musste mich da dann nicht anstellen, weil da war eine ewig lange Schlange und der Markus Ringer, ich habe gesagt, hey Markus, und war dann so korrekt und hat mich einfach reingeholt. Hat gesagt, Cool. okay, komm, mach kurz dein Bild. Und dann habe ich dem das gezeigt. Der Ronny hat dann auch so mein Tattoo abfotografiert mit seinem Handy. So hat mich gefragt, wie lange hast du das schon und sowas. Also der fand es auf jeden Fall cool und es war auf jeden Fall, ja, es war einfach cool, den mal persönlich zu sehen und dass er halt jetzt, ja, ich meine, der hat es danach bestimmt vergessen, so wer ich bin und so. Aber es ist halt einfach so, ja, das sind so Bilder, die habe ich jetzt halt für immer. Na? Und ich habe damals das letzte Bild 2013 oder 14 auf der FIBO mit ihm gemacht. Da war ich aber noch, sah ich komplett anders aus als jetzt. Und ich habe gedacht, da muss ich jetzt einfach ein Update, ein aktuelles Update machen. Genau. Ja. Jetzt ist seine oder deine Wade auf seinem Handy, Alter. Das ist dir Ja, klar. das muss ich mir vorstellen. Jetzt hör auf, dass er meine Waden fotografiert, aber da wird er nicht viel sehen. Du musst so ein weißes Tattoo von ihm machen. Das meinte ich eigentlich nicht, aber okay. Markus, Dwayne, Paddy, habt ihr mit Ronnie Coleman auf der FIBO gesprochen? Nein, ich hatte das Vergnügen schon einige Jahre zuvor. Mein erstes Aufeinandertreffen mit Ronnie Coleman war tatsächlich sogar hier in der Nähe in Colmar. Ich bin ja aus Freiburg und Colmar ist so eine halbe Stunde entfernt von Freiburg. Und da war ich bei Top der Colmar. Und Ronnie Coleman hat Verwandte in Colmar. Und dann war der regelmäßig dort vor Ort. Aber man hat nie Werbung mit ihm gemacht. Er kam dann einfach.
Und das war mein erstes Aufeinandertreffen. Da habe ich dafür so einen französischen Hersteller Eiweiß verkauft auf dieser Meisterschaft und dann gehe ich auf die Toilette und möchte zurück. Und auf einmal kommt mir Security entgegen und in diesem Bulk von Security war Ronnie Coleman mit seiner neongelben Leggings, mit seinen Magnum Boots. Und das war für mich der Moment, wo ich war davor schon Bodybuilding geil, aber ich habe das gesehen, was übermenschlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr Coleman noch zu seiner guten Zeit mal live gesehen habt. Ich werde es nie vergessen, wie sich so viel Fleisch so geil bewegen kann und mit einer Ausstrahlung. Ich hatte Gänsehaut. Ich war im Schockmoment. Ich habe den Mann gesehen und dachte, wie geht das? Das war Wann für war mich das? unfassbar. Boah, das war vor 15 Jahren. 15 Jahre her. Boah, das ist auch für mich immer ein Traum gewesen. Oder welcher sich niemals Oder ich erfüllt gerade zu hat. Ron trainieren angefangen. Ronnie Coleman auf der Bühne zu sehen, das hätte ich so gerne in meinem Leben irgendwann mal In gesehen. der Prime, aber so 2-3, Ja, 2-3-3. also es wäre ein Traum, wirklich das einmal zu sehen, wie das wirkte. Das ist, ja, Ich hätte schade, dass. gerne Coleman und Yates, weil alle sagen immer, der Yates, den hat man, das muss man in echt gesehen haben, dass der so hart und grainy wie er war. Das hätte ich gerne gesehen und Coleman hätte ich auch gerne gesehen. Aber ich habe schon viele Monster gesehen und es haben mich viele Sachen beeindruckt, aber das hätte ich schon gerne noch Ja, gesehen. das war nochmal was anderes. Ich habe auch schon viele Profis live gesehen, auch aktuelle Profis. Und das ist immer blöd, wenn man sagt, früher waren sie besser. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe auch Markus Rühl damals bei der Body Extreme Invention, da war als Gastauftritt kurz vor seinem Profi-Wettkampf oder Olympiateilnahme mit 136 Kilo in absoluter Bestform. Und das ist, du sitzt im Publikum und kannst nicht begreifen, was da gerade passiert. Ihr wisst ja alle, wie das ist. Diese Bilder im Instagram, das ist das eine, oder mal live oder im Wettkampf, die Leute nochmal sieht in der Motion, das ist, da geht dir das Herz auf. Da kriegst du eine Schnappatmung, da sitzt du da mit künstlichen Augen. Was ist das? So, ich hatte das Glück, Markus in Topform zu sehen. Auf der Bühne kommen jetzt leider nicht, nur auf der Toilette. Aber das bleibt dir im Gedächtnis und das nimmst du mit ins Grab. Aber ich muss zu dem sagen, dass früher alles besser war. Ich finde das schwierig, weil ich schaue mir oft die Sachen immer an und wenn man sich mal. Und jetzt hassen mich bestimmt Leute dafür. Wenn man sich mal Größe und Gewicht von den Leuten anschaut, dann waren die damals weniger. Deutlich. Der Kevin Leroney hat, glaube ich, keine 110 gehabt auf der Bühne. Ja, Ja, gut, eben. aber wie Aber der groß ist ist fast Kevin Leroy? 1,80 groß, 1,78. Ehrlich? Ja, und es Ja. gibt manche Bilder, wenn du die auch von der Seite so siehst, die Frontaufnahmen schon immer brutal aus, aber die sind Flex Wheeler 96 oder 98 brutal. Das waren 100 Kilo, glaube ich. Und nicht, dass sie Elite war auch schlecht, nicht wahnsinnig schwer, ne? nicht, Elite war dass, dann nicht, nicht, 100, dass sie 108. schlecht waren, aber die sind nicht. Und der Kevin Leroney hat es selber gesagt, wo er damals nochmal sein Comeback gemacht hat mit 52 oder so. Er hat gesagt, dass die heutzutage einfach bigger sind, die Athleten. Und früher waren sie ein bisschen, ich finde, kann man sagen, vielleicht nicht so aufgeblasen, ein bisschen härter, ein bisschen mehr Qualität, aber sie waren definitiv weniger. Wenn man das Gewicht und Größe mit heute vergleicht, dann wären sie heute einer von den Schmäleren. Dann wären Noch die nicht der Klassiker Rühle und noch vorbei, nicht der teilweise. Coleman. Nein, Nein, Coleman und Rühle und so, das sind Monster, der Nasser Ausnahmen. und so, das sind Ausnahmen. Aber dieser Schnitt, dass sie sagen, früher waren die viel krasser, vielleicht von den Details, vielleicht von den Muskelköpfen, vielleicht auch, weil sie nicht so schwer waren mit schönerer Linie und weniger Bauch. Die Bäuche sind ja erst später ein bisschen gekommen. Aber die waren einfach nicht so schwer. Und wenn man das mal ernsthaft recherchiert, dann wird man das feststellen. Also. Was man aber auch sieht, und dann nehme ich vielleicht jetzt so ein bisschen schon ein anderes Thema vorweg, bei der Detroit Pro hat ja vorher dafür gesorgt, dass das Licht mal wieder ordentlich war und dass die diesen schwarzen Hintergrund Endgeil. hatten, ne? Einfach nur schwarz. Ja, So und ich finde, geil. jetzt sieht man da auf den Bildern einfach auch mal, Wie Die scharf die Härte. waren. Ja, wie scharf das auf einmal alles wirkt, wie gut das alles aussieht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Riesenunterschied, wo alle sagen, früher wirkte das ganz anders. Ja, weil früher hatte man nicht diese LED-Leuchten da im Hintergrund, die alles verwaschen haben. Die Bilder machen schon auch einen Unterschied. Wir kennen das ja alle selbst. Im Fitnessstudio hat jeder so sein Eck, wo er weiß, da sehe ich geil aus. Da sehe ich 20 Kilo schwerer aus und nur da entstehen die Bilder, die ich dann auch öffentlich zeige. Das kennt jeder. Allerdings, bevor ihr jetzt Detroit ansprecht, darf man vorher noch kritisieren, was man nicht gut fand bei Ronnie Coleman? Ja, klar, wir können gerne mal kurz zurück Ja. zu Ronnie, auch zur Fibo nochmal, ja. Den Bauch, Auch wenn oder ich. Nein, es geht nicht um ihn, es ging um die Fibo. Ich war natürlich auch da und musste ein Foto machen, weil mein Coach Markus Ringer ja nun mal ist und demnach wurde ich natürlich da schnell hingezogen.
Aber ich nehme an, Martin musste kein Geld bezahlen für sein Foto, richtig? Musste nichts bezahlen, ne? 20 Euro Geld zahlen? 20 € für ein Foto, 20 € für eine Unterschrift und nochmal 20 € für irgendwas extra. Oh, so war es Musstest du damals bezahlen, auch. Torben? Hast du da was auch Ich habe keinen mitgebracht? Cent bezahlt. Ich auch nicht. Ihr kennt beide Markus. Markus hatte eine Bauchtasche um mit einem Haufen Zwannis drin. Ich Ach, wurde von du ahnst mehreren es nicht. angesprochen. Die standen zum Teil 1,5 Stunden in der Schlange und dann wollten sie vorne ein Foto machen und dann hieß es pro Kopf 20 € für ein Foto, nochmal 20 € pro Unterschrift. Das wusste ich gar Ohne nicht. dass da irgendwo Oh. ein Aufsteller war dafür. Dafür haben Und die auch früher wenn richtig viel Ronnie Kohle Coleman. verdient, so wie ich das mitbekommen habe. Immer ein Zehner, dachte ich aber. Zehner war es, Das genau. kann ich auch noch Nee, früher mit. 2014 musste ich auch Geld zahlen für ein Foto mit Ronnie. Aber da hast du noch eine Auch mit Autogrammkarte Phil. gekriegt. Auch bei Phil hast du damals um 10er gezahlt, aber jetzt hast du einen Zwanni für jemanden bezahlt und ne, er ist eine Legende und alles schön und gut, aber er macht auch nur Kacker und isst und ist ein Und das Mensch wie hast du jeder auch erst andere. erfahren, als du vorne in der Schlange standst, oder wie? Ja, ich hatte später in der Kraftstation kamen mehrere Jungs, die halt einen kannten und hatten dann erzählt von der FIBO und hatten sich halt darüber aufgeregt, dass sie 1,5 Stunden in der Schlange anstarren und vorne sollten sie dann 40 € bezahlen, insgesamt für beide. Was? Und wenn man mal drüber nachdenkt, Panatta zahlt nicht gerade wenig für ihre Athleten, die zahlen auch ein Vermögen dafür, dass Ronnie Coleman da steht und sitzt, in Anführungszeichen. Und wenn er sich dann am Ende die Taschen voll rühmt, indem er wirklich, und da muss man, ich habe mir das ja einige Minuten angeguckt, also ich fand sein Verhalten einfach asozial, den Fans gegenüber da zu sitzen und wirklich nur am Handy zu daddeln, dann hat er kurz aufgehört, das Handy beiseite gelegt und dann hat er wieder ein Foto gemacht. Sobald ich aufgestanden war, selbst ich in dem Moment, weil ich mit Markus da war, hat er direkt das Handy weitergegeben, ich habe gesehen, was hat er gerade googelt und scrollt. Und dann nicht mal sich die Mühe zu machen und irgendwie meine Story re zu reposten. Er hat exakt eine Story gerepostet. Ich habe es dann natürlich beobachtet in den nächsten 2 Tagen, weil ich sowas halt nicht gerade geil finde, so eine Aktion. Weißt du, Markus Rühl, der stand Donnerstag schon 3 Stunden die Leute an. Und er nimmt sich für jeden die Zeit. Und da denke ich mir so, wenn du keinen Bock auf die Nummer hast, dann brauchst du auch nicht kommen. Legende hin oder her, das interessiert mich ein Scheißdreck. Am Ende des Tages ist man für seine Fans da. Und ich meine, ihr seht, hier läuft ein Steve Plantin, das ist mit bei weitem keine Legende rum. Aber der ist sich auch nicht zu fein, hier irgendwas zu machen und putzt ja gerade meinen Boden und wischt den Boden. Weißt du, wo ich mir denke, am Ende des Tages sind es alle Menschen, egal ob sie Profis sind oder nicht oder Legenden sind oder nicht, aber was nimmt er sich raus, auf schwarz sich die Taschen voll zu machen an seinen eigenen Fans und Also dann sie das auch noch im er, Umklaren zu lassen? ich muss aber dazu sagen, ja. ich glaube, der Ronnie ist nicht ganz auf der Höhe. Ja. Geistig. Der Ja, aber das checkt ist ja gar keine nichts. Ich habe mit dem geredet, der checkt Entschuldigung. nichts. Ich weiß nicht, ob das die Ja. ganzen Schmerzmittel sind und Muskelrelaxanz und alles, was der sich einschmeißen muss. Aber der ist wirklich, das ist jetzt nicht böse gemeint, wie ein geistig Behinderter. Der Echt checkt so, nichts. Der also checkt die nichts. 20 € weiß er ja scheinbar am Ja, Ende. aber Sonst hätte Markus ich nachher glaub, nicht das seine macht es. Tasche. Ich glaube, da hat er gar nicht so viel zu sagen. Die sagen einfach, ja, 20 Euro und die schlagen sich die Taschen voll. Ich glaube gar nicht, dass der Ronnie so viel Das mitredet. weiß ich Ich nicht, aber. glaube auch, dass jemand anders sein Instagram leitet und nicht er selber, weil ich wurde mal von dem Ronnie Coleman-Account früher angeschrieben, zwecks seinen Supplements, so Yeah Buddy, ob ich da Werbung für machen will und so. Und das hat ganz sicher nicht Ronnie geschrieben. Das war irgend so ein Firma oder so, die den unterstützt hat. Also ich glaube, dass der Meinst du mal, selber wer so ein weiß wen? bisschen ausgenutzt wird wegen seinem Namen, um Kohle reinzubekommen. Weißt du, was ich meine? Weil der so ein bisschen, weil der halt einfach nur noch anwesend ist, quasi. Klar, aber dann muss jemand für ihn sorgen. Ich meine, jeder, der später Oma und Opa zur Verpflegung hat oder seine eigenen Eltern später pflegen muss, hat man auch einen Verantwortlichen, der für einen zuständig ist. Und es sind natürlich so Sachen, die man als Unparteiischer von nebenher beobachtet, weil ich mir denke, so Mensch, das sind doch eure Fans. Seid doch für die Leute da. Ne? Ohne die wärt ihr am Ende des Tages, heutzutage ohne Social Media, verdient man keine Kohle mehr als Bodybuilder. Ja. Und wenn man dann für seine Fans ehrlicherweise nicht da ist, dann bist du dein Hype auch irgendwann nicht mehr wert. Also klar, den Legendenstatus, den verliert er nicht. An Und sich gebe ich Markus Rühl dir recht, genauso. an sich gebe ich dir recht. Aber wenn ich jetzt der beste Bodybuilder der Welt wäre, aller Zeiten, für immer, dann weiß ich auch nicht, ob ich alles umsonst machen würde. Der hat ja Aber wirst du ein sicherlich ein Schild Gehalt bekommen aufstellen. von Panatta. Vor allem, wenn du ich meine, der hat dafür mit seiner Gesundheit bezahlt. Er hat es wissentlich in Kauf genommen. Das ist uns allen bewusst. Er findet es wahrscheinlich auch nicht so schlimm, dass es jetzt so ist. Aber wenn ich mich jetzt nehme als Beispiel, würde es mich nicht stören, wenn ich dafür zahlen müsste, dass ich mit ihm rede und ein Foto mache. Weil es für Ich mich hätte auch einfach, einen Tausender bezahlt. Ich hätte uns ein Tausender es ist bezahlt. der beste Bodybuilder aller Zum Zeiten, für Ja. immer. Und ich finde da mit diesem Status, keine Ahnung. Es ist schon, wenn man sagt, ja, sei für die Fans da und ohne die Fans wärst du nichts, ja, aber die Leistung hat er erbracht, die Leistung hat er gemacht.
Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass er überhaupt da ist. Andere scheißen da drauf und machen das gar nicht. Aber glaubst du nicht, dass er von Panatta nicht ein fürstliches Gehalt bekommt dafür, dass er da sitzt? Dass sie von Panatta sowas wie ein Jahresgehalt oder monatlich kriegen. Ich glaube nicht, dass sie extra für die Tribu was bekommen. Ich denke, dass das wie bei anderen Sponsorings auch läuft, dass du dann halt gewisse Verpflichtungen hast, wo du aufzutreten hast, bei Expos oder was auch immer. Ich meine, ich denke jetzt auch nicht, dass der Urs extra was dafür bekommt, dass er auf FIBO auf die Bühne geht. Sondern der hat halt seinen Sponsoring-Vertrag und dann gehst du da halt hin. Aber Urs nimmt ja nicht noch 10 Euro dafür, dass man dann ein Foto mit ihm macht. Das weiß ich nicht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Aber der Urs ist auch nicht der beste Bodybuilder aller Zeiten. Na gut. Ja, Und ich bin da vielleicht ein bisschen befangen, weil ich Ronny, sehr guter Ronny Coleman-Fan bin. Aber ist ja auch alles gut. Ich habe auch Verständnis dafür. Das war damals bei Phil Heath und bei den allen hat man damals auch Geld bezahlt. Aber es war auch immer so, man wusste, woran man ist. Man hat ein Schild gesehen. Es stand erkennbar, ja, hey, ich glaube, genau das ist der Punkt. Nicht wahr? Das ist der dauert, das geht halt nicht. Ja. Du stehst 2 Stunden an und du weißt nicht, dass du vorne zahlst. Ja, genau. Wenn Und das dann auch vorne immer ein Schild anders war. Schild hin, hey, ihr zahlt dafür, dann überlege ich mir, ob ich da anstehe. Aber ja, dann so genau. Vorfahrt. Ja, das Kommunizieren finde ich auch wichtig. Ja, von veränderter Tatsachen, also ne, hast du 2 Stunden gestanden, dann willst du das Foto auch haben. Also bist du gezwungen, dieses Geld zu bezahlen, ob du es aber eventuell gar nicht wolltest. Bei der Arnolds kannst du Tickets kaufen, wo du danach ein Foto mit Arnold machen kannst. Und das Foto mit Arnold kostet, glaube ich, 800, 900 Euro. Bloß wenn ein Foto mit ihm. Das nur, dass man mal so eine Relation hat. Und Ronny verlangt einen 20er und ist praktisch. Hat im Bodybuilding, gut, kommt drauf an, wie man sieht, rein jetzt aus Bodybuilding-Perspektive viel mehr erreicht als Arnold Schwarzenegger. Jetzt mal abgesehen davon, klar, Arnold hat den Sport größer gemacht, hat mehr dafür getan und sowas, das 100%, aber trotzdem, also der Arnold, der macht sich richtig die Taschen voll mit sowas. Ja. Aber generell, wie fand ihr denn jetzt die FIBO in generell? Also es ist wieder im Aufschwung, finde ich. Was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen an der FIBO? Dwayne, ja, vielleicht mal, bevor du anstehst. War die ESN-Präsenz, diese Omnipräsenz von ESN, die war schon heftig. Aber man muss da gucken, dann haben wir wieder das mit dem Mitglieder erst ab 18, wenn man sich die ESN-Guys so anschaut und die Jünger. Also alle Wahnsinn. Wahnsinn. Das angefangen bei aber auch bei Smilebox und TVO rum. Ja, genau. Das kann man jetzt 18. nicht nur auf ESN abschwärzen. Also. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich habe mit den ISN-Leuten ja auch viel zu tun oder mit einigen von denen. Ich muss sagen, die haben es wirklich einwandfrei super gemacht. Auch natürlich mit der FIBO. Also die FIBO hat dazu beigetragen, dass es super lief. Die haben irgendwann den Einlassstopp gemacht. Ne? Die haben aus dem Love Parade-Drama damals gelernt. Auch wenn das aber viele kleinere Leute, ich meine, von uns sind alle, bis auf Tom, glaube ich, relativ groß geraten. Aber wir kommen alle durch eine Menschenmenge durch, weil wir auch überall hingucken können. Jeder von uns ist über 1,80. So, auf Headstorm. Aber ne, alle, die jetzt zum Beispiel kleiner sind, die können gar nicht mehr nach links und rechts gucken in solchen Menschenmassen. Und da muss man sagen, ISN hat die Halle super aufgebaut. Im Sinne von allen Parteien ist was geboten worden, egal ob man nach links, nach rechts, nach diagonal, sonst wo geguckt hat. Also die Aufteilung war super. Klar, sie haben auch das Investment da reingesteckt. Halle 10.2 war relativ leer mit viel Freifläche, muss man sagen. Also im Vergleich zu damals waren die Gehwege riesig. Aber es war ja auch relativ, wie Markus schon sagt, das Publikum, das ist nicht mehr mit 2014 und noch früher zu vergleichen. Nein, aber darüber will ich mich gar nicht beklagen. Es sind halt diese Zeiten und die ändern sich, wie sich alles irgendwie im Laufe der Zeiten sich verändert. Muss man nicht alles mögen, aber kann man letztlich auch nicht alles deswegen schlecht reden. Das Gute ist, unsere Szene wächst dadurch, ne? Auch wenn sie halt sehr jung sind, aber wenn sie dem ganzen Sport treu bleiben, haben wir ja alle irgendwo was davon. Alle, wie wir hier sitzen, haben wir was davon, wenn sie uns folgen und dementsprechend das Merch kaufen, das wir bewerben und so weiter. Deswegen sind wir da ganz froh. Aber ich muss dazu sagen, es hat sich schon extrem gewandelt. Es fällt schon sehr auf, wenn man jetzt über eine FIBO geht und vor 10 Jahren über eine FIBO gegangen ist. Oder auch dieses Profi, der heute Profi ist. Manchmal siehst du das gar nicht. Früher war das, du bist über die Messe gelaufen, du wusstest ganz genau. Boah, alles klar, Digga, das ist ein Profi. Jetzt steht einer neben dir beim Pissoir, der ist Profi und denkst so, ah, ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch auf dem Instagram. Das hat sich ich finde aber, also du musst da noch weiter zurückgehen. Vor 10 Jahren war ja so voll Gym Aesthetics und Pro. Ja, wollte ich gerade sagen, Gym Aesthetics. Also vor 10 Jahren, da hat es keinen Schwanz für Kevin Lerone interessiert. Und ja.
Stand dort niemand. Flex Wheeler stand allein am Stand, ich weiß es noch. Und Dorian und so. Also, das ist eigentlich meiner Meinung nach viel besser geworden, dass jetzt wieder bei Rühl ist jetzt eine Schlange, bei Kevin LeBron war eine ewig lange Schlange, ne? Bei Ronnie Coleman war eine Schlange, bei den ganzen wirklichen Leuten, die, ja, bei den ganzen Stars, sage ich mal, die Aufmerksamkeit verdient haben, war jetzt wieder mehr los. Klar, auch ESN, ne? Aber ESN hat ja auch ein paar super Bodybuilder unter Vertrag, so ist es jetzt nicht. Ich meine, der Urs ist ja auch einer der besten der Welt. Also ich finde, es ist schon so, dass es jetzt wieder mehr Richtung Bodybuilding geht. Klar gibt es jetzt viele Profis und verschiedene Klassen und so. Aber damals, also ich fand, als ich die ersten Male auf der FIBO war, war halt voll so Fitness-Hype und Bodybuilding überhaupt nicht. Ja, und es bessert sich jetzt. Ich war zum Beispiel Man muss auch mal Samstag. ein großes, man muss auch mal ein großes Lob an Chris aussprechen. Also wie viele Leute mit deinem Merch So rumrennen, viele gesehen. also das Geisteskrank. ist auch letztes Jahr bei Dennis James fiel schon auf. Also wie viele Leute mit deinem Merch rumrennen, Respekt, ey. Es Also du freut hast eine mich sehr und Mullmarke vielen geschaffen. Dank. So Ja, krass, ja. freut mich Definitiv. jedes Mal sehr. Das ist manchmal ein bisschen ja, ungewohnt, weil ich mir denke, es ist für mich ja so, dass wenn jemand diese Klamotten anhat, dann kommt mir die Person automatisch sympathischer rüber. Ich kenne den aber überhaupt nicht. Und es ist mittlerweile ja teilweise so, das habe ich jetzt schon öfters mitbekommen, dass Leute mich gar nicht kennen. Also, dass sie einfach das T-Shirt oder das Logo oder die Sachen cool finden, aber die wissen gar nicht, wer ich bin. Oder dass es da auch ein Fitnessstudio gibt, sondern die finden einfach das cool, das zu tragen. Und das ist eigentlich, wo ich sage, das ist eigentlich ein größerer Erfolg, dass das unabhängig von mir gerne getragen wird. Und ich fühle mich da immer super geehrt und es ist immer noch, ich weiß ja noch, wie ich das alles angefangen habe. Ich kann mich noch erinnern, wie ich hier das Studio umgebaut habe und so. Und dass es dann so geworden ist, ist mega geil. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich muss auch Bitte. sagen, ich hatte hier bis zu vor kurzem noch mehr Leute, die dein Shirt hatten, als die Klamotten jetzt von mir, ne? Das habe ich schon öfters mit Studiobetreibern dieses Gespräch geführt. Ja, ich wollte dir auch schon längst was zukommen lassen, ne? Ja, Weil mach, ich ja kannst mir gesagt gerne ein habe, Studio ich habe schicken. gesagt, Ja, Gym Markus, ich warte auch 52. noch. Was ist da los? Sorry, Vorbereitung. Weil Gym 52 ist ja besser als Der ist 26,5 Doppelte. Ich dachte Kilo. tatsächlich, wo ich das erste Mal gehört habe, ich glaube, ich habe Das das wäre damals geil. beim Adolf Burkhardt gesehen, dass es so mit Absicht so heißt. Nein, 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 nein. Das Das ist aber auch echt kompliziert. Auch bei meinem Gym-Namen musste ich lange überlegen, wie ich das jetzt mache. Ich hatte eine Zahl auch im Namen oder im Logo. Und ich hatte echt keinen Bock, dass mich alle damit assoziieren, dass ich jetzt Chris nachmache mit Gym 26. Dann kam Markus noch mit Gym 52. Aber ich denke mir, was mache ich denn jetzt, ey? Wie soll ich denn jetzt meine 22 mit einbauen, ohne dass ich wirke wie jemand, der da Wie eins zu eins heißt dein kopiert? Studio? Sorry, wenn ich das frage. Legatum. Legatum Und Gym. für was steht es? Legatum steht für Vermächtnis bzw. letzter Wille. Ähm, Cool. das ist meinem Vater gewidmet, der letztes Jahr verstorben ist. Oh, Und mein der war so Beileid. ein Riesenfan von mir, dem Projekt, von Steve. Er guckt halt oder hat jede Story von Steve, mir und allem geguckt. Welcher Und sein Steve? letzter Benti. Benzin, der hier die ganze Zeit rumrennt. Ist er bei euch mit im Studio? Ja, der putzt da gerade den Boden. Ist er mit Teilhaber oder ist es dein Studio? Nee, ist mein Studio, aber Steve ist einer meiner engsten Freunde. Ich sag ihm schön Gruß, der Steve ist cool. Richtig im Aus. Ja. Und ja, dadurch, dass er das nicht mehr miterleben konnte, ich war halt lange überlegen, wie ich das Studio nenne. Man denkt zuerst, man braucht was Mächtiges, man braucht was Starkes, was Repräsentantes. Und dann habe ich irgendwann einfach den Schluss gefasst, ich will einfach was haben, was mit Papa zu tun hat. Und habe dann halt Legatum als Aber Vermächtnis das ist letzter Wille meistens das genommen. Beste, wenn es für dich eine Bedeutung hat. Die Leute erinnern sich sowieso daran oder wissen dann, wenn du den Namen dir merken kannst, es sollte nicht was man nicht aussprechen kann, aber sonst ist das cool. Und wenn es für dich noch einen tieferen Sinn hat, ist es ja umso mehr wert. Genau. Aber halt auch mit 22 im Logo und irgendwie jetzt sitzen hier drei Leute mit einem Gym, mit einem Logo und einer Zahl. Wirkt natürlich schon so, weil man kannte zuerst Gym 26 natürlich deutlich größer, obwohl Gym 52 ja scheinbar schon älter ist. Aber das war natürlich nicht Aber nicht besser. repräsentant mit Kleidung jetzt an sich. Und durch Das würde ich Roman auch, kannte man es natürlich. würde ich auch nie behaupten, Chris. Na. Wir streben einen ähnlichen Hype an wie du. Was hast du für eine Ausstattung? Oder ihr beide? Ich Das habe hatte. Oldschool Gym. Ich sehe Ich habe konkreter. Oldschool Gym 80, die 80er, 90er Geräte. Cybex neu und ältere Generation, Precor Icarian. Was Und sind so bestell jetzt. Highlights? Sag mir mal die drei Highlight-Maschinen, die du hast. Ja, heutzutage kann ich ja gar nicht mehr ohne die Cybex Hackenschmidt auskommen, scheinbar. Hast du Aber die? ich hab drei verschiedene Hackenschmidt-Maschinen. Ich habe noch die von Star Trek und noch eine
keine Ahnung, eine Welt gebaut oder so. Aus Star Trek ist wie Flex, Keller. Oder? Nee, wie Nautilus. Gehört zu Nautilus. Ah, ich dachte, das ist nicht, okay. Beziehungsweise Nautilus und Star Trek gehört zu Rare irgendwie. Ich war da lange Zeit am Stand. Also ich habe dann noch die vertikale Beinpresse von Gym 80, die ganz alte. Die habe ich auch. Die finde ich mega. Also ja. Die habe ich bei dir damals mal gesehen, deswegen wollte ich die haben. Bin ich ja ehrlich. Warst du bei mir im Studio schon? Nee, aber genug Kameras. Okay. Daher hat man das so wahrnehmen können. Mhm. Und die dritte Maschine. Die Dusche. Ja, ich habe noch drei Multi. Ja, meine Duschen. Meine. Sind die so high-end oder was? Nee, genau das Gegenteil. sehen aus wie ja, Nachkriegszeit fast schon. Solange es sauber ist und funktioniert. Das ist so diese Dusche, wo du oben Feuerwehrschlauch reinsteckst und dann hast du so einen Verteiler, weißt du? Okay. So sieht das aus. Aber alle feiern sie, weil passt zum Charme halt. Ne? Ja. Was hast du für Ausstattung, Markus? Also ich habe auch viele alte Gym 80 Geräte. Hatte noch bis vor kurzem so alte Geräte, dass ich, glaube ich, auch von Gym 80 die allererste Linie zum Teil. Dann habe ich Hammer Strength haben wir ein paar dazu geholt, weil die einfach Must-Have sind. Ich habe alte Nautilus-Geräte. Ich habe auch so eine ukrainische Marke drinstehen vom Vorbesitzer. Die kann ich überhaupt gar nicht empfehlen, aber wie heißt ich die? So, ich habe so viel Fläche. Warte mal drauf. Syndrom, glaube ich, heißt Syndrom. Okay, das sagt mir nichts. Also die Firma gibt es auch nicht mehr, aufgrund der Russen, die eingemarschiert sind, gibt es die nicht mehr. Es ist ein extremes Mischmasch, aber vor kurzem, wirklich vor einem halben Jahr, habe ich echt viel dazu gekauft, ein paar Sachen losgelassen, weil die einfach von der Biomechanik überhaupt gar nicht funktioniert haben. Das war ein... ich komme nicht drauf. Hey, Masse! Ich soll dich hin von Chris. Da ist er wieder. Hallo. Jetzt kann man sogar hören. Ja. Ja. Was möchtest du uns mitteilen, Steve? Wir was will er sagen? Hey, wo ist mein Bildschirm? Seht ihr mich noch? Ja, ich nicht mehr. Jetzt ist er weg. Ist er weg. Wie groß ist dein Studio, Markus? 2.500 Quadratmeter. Ernsthaft? Mhm. Ja, jetzt kommt das Aber. Wir haben vieles untervermietet. Wir haben ein Asia Sports Center, sprich eine Kampfschule, die bereits seit 30 Jahren hier mit involviert ist. Also traditionell, wirklich toll. Wir haben eine Crossfit-Box haben wir mit vermietet. Ich habe einen Physiotherapeuten, ich habe einen Osteopathen mit drin. Also meine eigene Trainingsfläche sind 1.500 und den Rest haben wir untervermietet, was mir eine gewisse Sicherheit gibt durch die Mieteinnahmen. Also wenn es dann auch mal zu einem größeren Wegfall von Verträgen kommt, dann fängt das auf. Aber wie groß ist die Trainingsfläche dann bei dir? 1.500 insgesamt. Also trotzdem groß, Mann. Ja, nicht groß. Ist riesig. Ich bin bald mal wieder in München, in der Nähe, beim Chris, da komme ich bei dir durch. Und du warst vor kurzem mal in Little London, oder? Ja. Das ist eins meiner Lieblingsrestaurants. Alter, das ist so der Wahnsinn. Ja, das ist auch eins der besten in München. Das ist eins meiner Lieblingsrestaurants. Aber woher weißt du, dass ich da war? Ja, weil ich habe, glaube ich, zufällig deine Story geschaut. Ich folge jetzt mal nicht. Ich folge vielen Leuten nicht, aber ich habe, glaube ich, deine Story gesehen und habe gesehen, in München, das kenne ich doch, das Restaurant. So irgendwie. Meine Freundin kommt ja ursprünglich aus der Gegend, ne? Schongau. Und die kam da das Restaurant und mich da dann hin eingeladen und ich. Ja, aber ist brutal da, oder? Ja. Ja. Absoluter Genuss. Ja, kann ich auch empfehlen. Okay, mir entgleitet das gerade hier so ein bisschen. Ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz Dwayne und mich einmal angesetzt, sein Fazit noch zur FIBO zu geben und dann haben sie irgendwie abgedriftet. Ich würde gerne Dwayne noch mal ganz kurz hören. Was Martin gesagt hat, mir ist aufgefallen, dass bei den dicken Bodybuildern wirklich mehr Leute standen. Und vor 10 Jahren, das war diese Gym-Aesthetics-Zeit, da weiß ich noch, da war Kevin Levrone alleine, Flex Wheeler waren da alleine. Ich habe gedacht, das sind die gar nicht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass die da alleine am Stand stehen. Aber mittlerweile war da Brandon Curry und da haben Leute angestanden, also richtig lange. Und deswegen, ich denke, da kommt wirklich ein Bodybuilder-Hype wieder auf. Also es wächst wieder. Und das fand ich geil. War mir natürlich alles zu voll, gar keine Frage, aber ist halt so. Und was mich wirklich geschockt hat, wirklich, wirklich geschockt hat, ist einfach dieser unfassbare Hype um ESN und hier, Teveo, das ist crazy, was die für eine Macht haben. Das ist schon gruselig, ne? Also das ist
Unfassbar, unfassbar. Also marketingtechnisch sind das wirklich Monster. Besonders ESN und ja gut, TVO, klar. Ich glaube, 80% aller Frauen hatten TVO-Leggings an. Gehört Das TVO war zu ESN oder sind die extra? extra. Extra. Ja. Das Ja, aber die war. haben ja das beste Marketing ever überhaupt mit den Leggings, oder? Also. Ja. Kommt Also auch keiner ran. kommt keiner ran. Nee, das ist wirklich, das hat mich schon wirklich. Ich weiß nicht, ob es mich erschrocken hat oder. Also, es hat mich ja erschrocken, wie mächtig in so kurzer Zeit ein oder Unternehmen werden kann und einfach eine ganze Fitnessmesse, ich glaube, die größte Fitnessmesse der Welt, einfach so übernehmen können. Ja. Also, wow. Also du musst überlegen, vor 3, 4 Jahren war das Rocker noch, oder vor 5, 6 Jahren, da war Rocker, da hat die fast eine halbe Halle, die waren gar nicht mehr da, ne? Die waren nicht mehr vertreten. Aber Der ich glaube nicht, Unterleiter ist dass ja jetzt auch weg, ESN ne? irgendwie da abschmieren wird, die werden eher noch weiter wachsen, weil die gehen ja jetzt noch ganz, ganz andere Bereiche rein. Die sind im Ausdauerbereich gewesen, unten in der Hyrox-Halle ist jeder mit ESN rumgelaufen. Die gehen jetzt auch irgendwie noch in andere in Ballsportarten mit rein. Es ist schon echt Ja. crazy, was ESN jetzt hier im Sportmarkt generell mag. Ich bin teilweise in anderen Ländern und da haben Leute ESN-T-Shirts an und denke mir, die wissen gar nicht, dass das eigentlich eine deutsche Marke ist. Die sprechen auch die Sprache nicht und so. Und die sind wirklich mittlerweile sehr, sehr, sehr weit gefächert. Beeindruckend. Total. Die machen Immer einiges wieder richtig. ist es aber erschreckend, weil ich immer wieder neue Coachings bekomme, die so extrem, gerade Frauen, extrem ESN-produktabhängig sind. Also wirklich heftig. So, wirklich, ich schreibe dir ein paar Kohlenhydrate auf Kartoffeln, die kriegen fast eine Panikattacke, dass ich den kein Flav and Tasty aufschreibe. Wirklich. Wirklich, das ist wirklich so. Also kann ich kein Flav and Tasty essen? So, ich brauche mein Süßes am Abend. Also. Mach halt auf die Kartoffeln drauf. Genau. Smart. Das ist schon fast, alles ist gruselig für mich. Ne? Ich finde das natürlich, die haben super Produkte, gar keine Frage, aber das ist schon krass, was da für eine Community und Hype und eine Sucht dahinter mittlerweile entstanden ist. Du Ja. musst more spices auf die Kartoffeln machen. Dann geht das wieder. Ja, stimmt. War jemand von euch im Evoland? Nö. Nö. Ich wollte So ein noch hin, neues aber es war zu Studio, viel oder? Geld für die Ja, Anfrage. genau. Ja, von ProSep. Was sagen die Ich habe nur von den Studioleiter Jungs. dazu? Zu 100 Ich habe nur. Euro, wie ist das, Mitgliedsbeitrag? Das würde mich jetzt Ja. an euch interessieren. Also Gut für ihn, oder? Invictus wollte das, macht das ja genauso. Ne? 100 Euro Jo. und so. Und Ja. ich weiß nicht, wie es aktuell da aussieht mit den Mitgliedern. Ich weiß nicht, ob die bei ihrem Soll angekommen sind, aber ich weiß, dass am Anfang gab es wirklich Startschwierigkeiten. Und ich glaube, dass das auch auf, bezogen ist auf die 100 Euro im Monat. Ich glaube halt, wenn du jetzt nicht darauf angewiesen bist, nur auf dieses eine Geschäft und sagst, wenn es auf null läuft, dann ist es okay. Dann ist es am Schluss lukrativer, weil es dann mit der Zeit irgendwann doch voll wird. Aber ich glaube, wenn es dein einziges Geschäft ist und du 100 Euro verlangst und ein Riesenstudio hast, wird es wahrscheinlich nicht voll werden, wenn du nicht Body and Soul mäßig noch ein Schwimmbad und eine Sauna und alles mit anders anbietest. Aber an sich finde ich es jetzt nicht, also ist es viel Geld und das Studio kostet auch viel Geld, das unterschätzen die Leute immer. Die Leute unterschätzen auch, was allein so ein Kardiogerät kostet. Wenn du ein vernünftiges Laufband willst, kannst du schon mal 10.000 Euro hinlegen. Nur für eins und im Studio stehen manchmal 50 davon. Und ich finde es teuer an sich, aber wenn die Leistung und das Studio an sich wirklich so gut ist, dass ich sage, ich will unbedingt da trainieren und der Inhaber ist nicht darauf angewiesen, dass er jetzt seine Haupteinnahmequelle ist, dann glaube ich, kann es funktionieren. Interessant. Ich persönlich finde einfach 100 Euro ist in der heutigen Gesellschaft weit überzogen, wenn nicht alles drumherum passt. Wenn wir jetzt von den Beanos in Dubai sprechen, wo du quasi einen Erlebnispark in dem Kostet Studio hast 200, und oder? ja, 240, glaube ich, Hm. dann hast du aber auch 240 Euro bei den Leuten, wo das halt natürlich prozentual wieder passt von dem Einkommen, was sie haben. Wenn man jetzt hier in Hamburg schaut, haben wir, ich sag mal, mit Meridian Spa oder Elixier, wo du halt einen Wellness-Tempel und sowas dabei hast, die liegen mittlerweile so zwischen 100 und 120. Da ist 100 Euro einfach für ein Gym, was nichts hat außer Geräte, zu viel. Denn man darf ja eins im Moment nicht vergessen. Ich meine, klar, alle Leute haben mehr zu bezahlen, aber das beschließt natürlich, wir haben zu Hause inflationstechnisch auf allen Bereichen haben sie mehr Kosten. Wenn sie dann noch ein Gym sich leisten sollen für 100 Euro und ich sag mal, der Otto Normalbürger verdient 1600 Euro im Monat, wenn man, da hat keiner einen Huni übrig für ein Gym. Das ist im Zweifelsfall ist das die Urlaubskasse von der Also nur ein Familie, die bisschen, ich man. verlange auch keine 100 Euro. Was verlangst du denn? Ich habe Ich? für 2 Jahre habe ich 45 Euro und für ein Jahr 52 Das ist Euro. cool. Warum so krumme Zahlen? Weil ich einfach
Die 45 Euro fand ich besser, weil ich habe mit dem Gym noch soziale Projekte vor, die ich unterstützen möchte. Und ich wollte halt keine 50 nehmen, weil ich habe eher den Mit Wunsch. 45 finde ich nicht krumm, aber 52 finde ich krumm. Ja, Deswegen dafür mein habe ich auch eine. Studio. Da wollte mein Ich wollte Studio gerade sagen, doppelt so viel wie studieren. 26. Nee, das war einfach so eine geistige Okay. Nummer. So, ich habe es mir einfach so in den Kopf Ja, aber gesetzt. Und wenn ich das ist ja eigentlich so Durchschnitt normal, oder? ja, im Umfeld, also ein Fit One kostet im Umfeld, glaube ich, mittlerweile 47 beim Basic-Vertrag. Ah, cool. Hier Das in ist echt. Hamburg. Ja, Wie die haben wir viel einfach Mitglieder erhöht. brauchst du oder was kalkulierst du, dass du sagst, du bist Break-Even ungefähr? 555. 555. Je nachdem, welchen Tarif man natürlich nimmt. Okay. Das ist Ja, du klar, musst den weniger. Schnittwert nehmen. Aber der Genau, Durchschnittswert ist wäre bei dann. dir 50 dann ungefähr, 49. Ja. Genau. Also summa summarum könnt ihr euch relativ zügig ausrechnen, was ich im Monat an Kosten habe. Das ist natürlich für Hamburger Verhältnisse halt relativ teuer, was ich hier habe, aber es Das ist halt Lustige ist Hamburg. aber, dass die Leute mal rechnen. Die Leute rechnen 555 mal den Beitrag. Ah, so viel Geld hat der Patrick. So rechnen die. Das ist auch immer die Frage, wie viele Mitglieder du hast. Die sehen das ja dann in Geld. Und die sehen die Kosten überhaupt gar nicht. Oder auch, wie viele Coachings hast du. Aber die sehen nicht, was du investierst oder was du Was an die coachst. Steuern drauf geht. Ja, das kommt ja noch dazu. Mal Ja, abgesehen davon. das hast du ja für ein Wenn Geld verdient. du Das heißt kein ja nicht mal Coaching hast, Steuern. wenn du jetzt ein Studio hast, musst du ja noch, du musst dein Studio bezahlen. Du hast eine GEMA-Gebühr, wenn du Musik laufen lassen willst. Du musst den Laden versichern. Du musst deinen Strom zahlen. Du hast Nebenkosten. Leute lassen Wasser laufen. Leute lassen Licht brennen. Das ist denen vollkommen egal. Dann hast du Reparaturkosten, weil was kaputt geht. Du musst oft Waren einkaufen, wenn du Supplements verkaufst und Automaten hast oder was auch immer. Und die Leute sehen aber nur, oh, 500 Leute mal 50 Euro, boah, der hat richtig viel Kohle. Ja. Immerhin schon meine Parkplätze sind schon knapp 2000 Euro im Monat. Ja, das wissen die Leute auch gar nicht, dass man für Parkplätze was bezahlt. Ich meine, du Ja. kannst es den Leuten auch nicht vorwerfen, weil es ist ja nicht jeder Selbstständige, setzt sich damit auseinander. Aber die Rechnung ist manchmal, fasziniert mich schon, was die Leute denken, was dann am Schluss übrig bleibt. Also auch so, Ja. ich sage jetzt der Angestellte, kriegt ja sein Geld am Schluss unterm Strich aufs Konto. Aber theoretisch müssten die das ja auch als Brutto sehen. Da könnte ich auch sagen, boah, so viel verdienst du. Und dann sagt er, das habe ich aber gar nicht. Ja. Also. Haben wir auch nicht am Ende. Ja, genau. Das ist ja unterm Strich dasselbe Prinzip. Das ist wie wenn ich sage, jemand sagt mir sein Bruttoeinkommen, sage ich, boah, du hast aber viel Geld. Deswegen, ich bin da tariflich einfach so, dass sich jeder leisten könnte. Mein Studio ist ab 18 und alle, die arbeiten, hätten halt die 45 bzw. 52 Euro im Monat übrig, Aber hast du wenn sie wirklich so viel sich. Kosten? Ich? Ja. Ist brutal. Ich zahle 8,75 € den Quadratmeter kalt Ich habe da ein bei bisschen 1000 Quadratmeter. ausgerechnet, aber es ist schon brutal, was du kostet. Ja, ist halt Hamburg-Wandsbek, ist nicht gerade günstig. Meine Nebenkosten sind auch nicht gerade süß. Und dann kommen natürlich die Leasinggeräte dazu für Cardio sind schon 2000. Oh Meine shit. Parkplätze mit knapp 2000. Dann hast du noch die anderen Kosten, die du gerade alle aufgezählt hast. Die habe ich natürlich genauso. Und es summiert sich halt, ne? Ist Kann ich eine sehr sensible Frage basic-Bildung. stellen? Du musst aber nicht Jede antworten, Frage wenn du stellen. nicht willst. Wie lange Was? geht's, wenn es nicht läuft? Bisher habe ich noch kein Geld von der Bank geholt. Also ich hätte noch theoretisch eine ganze Bank, die ich nutzen könnte, Ah, businessplan Respekt, technisch. Respekt. Weil du hast ja Also bisher läuft bestimmt halt. 200.000, 300.000 reingesteckt, Ja, aber aus meiner Tasche bisher. Holla. Und die nächste Frage, woher hast du das Geld? Du musst nicht Ja, antworten. also ich meine, ich habe auch am Anfang das ohne Bank gemacht und ich habe auch auf den Kohle reingesteckt. Aber hast du dann immer viel gearbeitet? Warst du immer fleißig oder wie kam das zustande? Oder hast du mit Investoren gearbeitet oder? Nein, ich hatte zwar die Anfrage für Investoren, mehrere, aber ich habe gesagt, das Gym repräsentiert lediglich mich, meine Mutter und meinen Vater. Und demnach möchte ich entweder mit der Idee Glück haben und Erfolg haben oder nicht. Aber ich Riesen habe in der Respekt. Vergangenheit mit einem Familienmitglied, mit dem ich keinen Kontakt mehr habe, ein Unternehmen schon mal aufgebaut, über 14 Jahre. Ich glaube, ja, Dwayne weiß ein bisschen was darüber. Gehe da nicht so ins Detail, weil ich nicht weiß, wie das vertraglich geregelt ist. Wir sind nicht so im Macht Guten nichts, macht auseinander. nichts. Aber ich habe sehr viel Geld verdient in der Vergangenheit. Und habe halt ja viele Geräte seit 2019 schon gekauft gehabt, da wodurch ich jetzt nicht mehr so viel kaufen musste. Herzlichen Glückwunsch, wirklich, ist beeindruckend. Wenn jemand, wie alt bist Dankeschön. du? 32.
Cool. Ich war ein bisschen jünger wie du, aber trotzdem, wenn jemand sagt, der macht sich einfach selbstständig und geht so ein großes Risiko ein, dann freut es mich für jeden, wenn es das wird und sich am Ende des Tages auch lohnt und was dabei rumkommt. Ich bin der Letzte, der sagt, boah, das gönne ich einem nicht, auch wenn du theoretisch ja Konkurrenz bist, was vollkommen verblödet ist in einer anderen Stadt. Respekt. Dankeschön. Und viel Ja, für mich gibt Erfolg. es auch kein Konkurrenzdenken. Auch jetzt mit mir und dem Invictus in derselben Stadt. Es ist kein Das belebt Konkurrenzdenken, auch das weil, Geschäft. ja, nimm Las Vegas. Wie viele Studios sind da auf dem engsten Raum und können alle Ja. voneinander leben? Der Kuchen ist groß genug. Das ist bei den Supplementen so, egal ob ISM dreimal so groß ist wie alle anderen. Am Ende verdienen wir doch alle unser Geld und können, ich sag mal, gut leben. In Anführungszeichen, der eine besser, der andere schlechter. Ich meine, Chris könnte wahrscheinlich und Dwayne, die könnten Coachings wahrscheinlich noch in die Hunderte hochtreiben, sind bekannt, wie sie eigentlich sein könnten. Aber ihnen reicht ja auch das, was sie sind. Sie sind halt satt und sind nicht gierig. Und das bringt auf lange Sicht einfach mehr Erfolg. So, mittlerweile ist Martin mittlerweile im Team aufgestellt. So, bei einer DBFV-Meisterschaft laufen 26 Team Hahn rum. Genau, Team Ah, Hahn. ja. Küken. Wo ich dann manchmal so denke, wow, also vor ein paar Jahren kannte ich ihn noch nicht, man, jetzt hat er 26 Leute da rumrennen. Was Bei hast du, Chris was sehe ich hattest jeden du dritten früher mit für einem eine T-Shirt. Firma? Kinderspielzeug, Online-Versandhandel. Also die gehörte immer schon meinem Halbbruder, aber ich habe sie mit aufgebaut. Krass. Wie kommt man Von der dazu? Kinder, als Amazon damals noch ein Bücherhandel war, Ach, so lange her, krass. Ich war kam doch er zu auf dumm die. für sowas früher. Ich habe ich nicht gesehen, die Möglichkeiten, die man hat, aber geil. Also mit Kinderspielzeug wirst du reicher als Gott, wenn du willst. Krass. Gerade wenn du die ganz alten Verträge noch hast bei Lego, Playmobil und Co. Dann hast du halt natürlich andere Ah, Konditionsverhältnisse ihr als wart so Leute, die Wiederverkäufer später. einfach nur. Ja, er war einer der ersten damals Aber habt bei ihr dann so Amazon. Läden beliefert oder Endkunden? Amazon. Ihr habt Amazon beliefert. Ja, die Techniker arbeiten hier gerade und verlegen den Server woanders hin. Cool. Nee, es gibt ja von Sorry, ich bin Amazon immer so ein. endneugierig bei sowas, weil mich so Geschäftsgründungen und so Geschäftssinn sehr interessieren. Nee, mein anderer Bruder macht das auch. Also beide haben das wie bei Twix. Kennt ihr noch die Werbung damals? Man fährt auf dem Hof und links war der eine Bruder, rechts der andere. Und der eine Ja. macht Karamell mit Keks, der andere macht Keks mit Karamell. So sind meine beiden Geschwister auch aufgeteilt. Der eine macht halt Kinderspielzeug und Wasser, Pools und alles, was mit Kindern zu tun hat. Und der andere verkauft alles andere, was nicht mit Spielzeug zu tun hat. Und ja, somit haben die beiden schon ihren Erfolg und ich wollte irgendwann was Eigenes machen, weil wir halt uns nicht mehr so gleichgesinnt waren, wie wir es mal in der Vergangenheit waren. Ich bin halt, ja, egal wie viel Geld ich habe, ich bin immer derselbe Idiot. Und da sind wir irgendwann natürlich miteinander geraten. Demnach macht er jetzt Cool. sein Geschäft. Ich meine, wir können es ja mal gucken online. Man sieht ja, man hat ja alles bei GmbH drin. Toys for Fun GmbH. Läuft relativ gut. Aber sei ihm gegönnt, ist sein Erfolg aus der Vergangenheit. Ich mache jetzt meins. Erfolg, Patrick, viel Erfolg. Mann. Du musst jetzt nur Danke. aufpassen, dass Markus mit oben nicht einschläft. Ja, ich bin da. Was hast du? Was hast du? Aber ich muss langsam essen. Ja, iss ruhig, iss. Ich will noch eine Frage stellen. Was hast du für einen sportlichen Hintergrund, dass du dich entschieden hast, ein Studio aufzumachen? Er ist Elite Pro. Ja. Ich bin teilweise sehr unwissend, weil Stimmt, ich stimmt. wenig Leuten folge und wenig Leute anschaue. Deswegen frage ich jetzt einfach. Ja. Nein, ich habe vor einigen, oder ich sag mal, als ich anfing mit dem Sport, da war ich einige Jahre zuvor Alkoholiker und habe dann was Neues gesucht, wo ich mitarbeiten kann und habe dann mit dem Sport angefangen. Und durch meine damalige Freundin oder auch einer meiner besten Freundinnen, Melissa Geimer, vielleicht kennt die noch einer von, Markus kennt die vielleicht, Melissa Geimer Ja. von damals. Er ist einer meiner engsten Freundinnen. Durch die kam ich damals zum Bodybuilding. Ich weiß Und ja, habe dass du sehr dann. gut mit Steve bist. Das weiß ich auch. So wirklich so. Ja, genau. Und dann habe ich damals, kurz nachdem Dallas McCarver verstorben ist, habe ich dann gesagt, okay, also eigentlich voll doof gewesen, aber wir hatten kurz danach telefoniert damals. Und sie wollte nochmal für die Dennis James sich vorbereiten. Da habe ich gesagt, okay, wenn du nochmal startest, dann starte ich auch und habe auch mal die Eier in der Hose und stelle mich noch auf die Bühne. Ich hatte halt immer so den Ansatz, jeder, der halt ein bisschen nachhilft, sollte zumindest die Eier in der Hose haben, sich eben auf die Bühne zu stellen. Und das lief erstaunlicherweise besser als gedacht bisher, obwohl ich nie, ich sag mal, den großen Ehrgeiz hatte, irgendwas nachzujagen, habe ich dann den einen oder anderen Pot Ananas gewonnen. Und da ist man dann ein bisschen in die Szene reingerutscht und dann durch Welche alles Klasse andere. startest
Classic Bodybuilding habe ich. Wie heißt das so bei uns beim DWFV damals? Ja, Classic Bodybuilding. Classic Bodybuilding, ja. Ja, genau. Da habe ich damals die Newcomer gewonnen. Danach dann dritter Platz auf der Deutschen. Und dann hatte ich halt diesen Diamond Cup in Luxemburg und Prag gemacht. Und da bin ich dann in die Pro geworden. Fairerweise muss ich sagen, gegen ein Teilnehmerfeld, da war es nicht so schwer. Ich bin da keiner, der das jetzt so groß auf die Fahne schreibt. Ja, aber unterm Strich warst du da, hast die Arbeit gemacht, dafür kannst du nichts. Das sage ich auch allen meinen Athleten immer, du kannst dich nicht schlecht fühlen, weil wenig Leute da waren. Du bereitest dich nicht auf die Wettkampfform, weißt es vorher. Richtig. Du suchst dir nicht mit Absicht die Jule auch erzählt haben. Das wirst du gerade auch Jule dann erzählt haben, wahrscheinlich. Ja. Die war letzte Woche bei mir im Studio. Sieht gut aus, die Dame. Ja. Also Respekt, auch ein ganz liebes Mädchen, die war, glaube ich, 7 Stunden hier im Studio. Ja. Ja, sie ist ein bisschen verrückt, aber sehr fleißig und ich glaube 22 erst oder so. Genau, ja. Tolles Mädchen. Aber jetzt auch in Malta keine Gegner gehabt und dann auch noch nicht zu hart oder zu... Ja, ein bisschen behindert, aber weil da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Die Wertungen in Malta waren generell komisch. Also ich hatte, also mein großer Bruder habe ich vorbereitet, der ist schon auch gestartet. Der ist Zweiter geworden, also knapp an der Elite Pro Card vorbei. Und der erste Platz fand ich auch, habe ich persönlich nicht verstanden. Also ich habe jetzt bloß Bilder gesehen, aber ich habe keine Ahnung. Die bei der Jule gewonnen hat, war ja davor auch noch Amateur, hat dann die Pro Card gewonnen, hat da mitgemacht und die Pros gewonnen. Und wenn sich dann halt alle Kampfrichter darüber freuen, dass die gewinnen, finde ich schon seltsam. Und ich fand sie jetzt auch nicht so... Ich kann also, selbst wenn ich mit meinem Auge sage, okay, wir lassen das Kriterium der Härte weg, finde ich, hätte sie trotzdem nicht gewonnen. Das ist so viel weniger. Aber das muss man oft so hinnehmen, da kann man sich aufregen, wie man will. Das ändert nichts an dem Ergebnis. Wenn man jetzt irgendwelche Kampfrichter angeht, das ist auch komplett sinnlos. Das würde ich niemandem grundsätzlich raten, irgendeinen Kampfrichter blöd anzureden, weil wenn man da wieder startet, dann hat man ein Problem. Und die Jule musste es jetzt leider Gottes runterschlucken und das Beste draus machen. Mir sind auch schon Sachen passiert, wie dass ich auf dem Wettkampf gestartet bin, dann haben alle die Vorstellungsrunde gemacht. Ich war der Letzte der Vorstellungsrunde und wurde vergessen. Bin dann Backstage gestanden, während die Vergleiche angefangen haben. Und ich bin dann einfach auf die Bühne gegangen, habe gesagt, hey, die haben mich vergessen. Dann haben sie mich kurz vorstellen lassen, haben einfach weitergemacht. Also die Vergleiche waren schon fast durch. Und ich wurde dann glücklicherweise noch Fünfter. Aber was soll ich die jetzt alle beleidigen und mich aufregen? Ich habe gedacht, okay, Pech gehabt, ist jetzt scheiße gelaufen. Nächstes Mal. Das war meine schlechteste Platzierung ever. Das war gut, 5, hallo. Ja. Da war es deutlich schlechter. Hä? Da war ich schon deutlich schlechter. Ja, also wenn man jetzt den Olympia außen vor lässt, dann war fünfter Platz meine schlechteste Platzierung. Meine 7. Auf einer BDV-Meisterschaft, was jetzt nicht so viel halt. Wo wir schon über Wettkämpfe sprechen, lass uns doch mal einen Blick in die Profiliga nehmen. Und zwar zur Detroit Pro jetzt wirklich kommen, wo ja im Prinzip alles nachher zwischen Martin Fitzwater und dem Good Vito ausgemacht worden ist. Wie habt ihr die Show wahrgenommen? Wie habt ihr die Platzierung wahrgenommen? Hat Martin zu Recht gewonnen? Hat Stefan zu Recht einen neuen Bodybuilder auf den Mr. Olympia geschickt? Also ich hatte den guten Vito auf 1. Also das kann man so oder so sehen, finde ich. Es war wirklich sehr knapp. Na, die waren beide super in Form. Aber wenn man wirklich mal die Bilder vergleicht und nebeneinander sieht, klar, ich war vor Ort und nochmal was anderes, hätte ich den Good Vito auf 1 gesehen. Aber ja. Markus, hast du es verfolgt? Ja, klar. Es war schwierig, das nicht mitzukriegen. Also, ja, jede zweite Story war oder jede zweite Beitrag war dieser Vergleich. Und ich tue mich extrem schwer, da zu sagen, wer besser war, weil die sehr unterschiedlich sind. Ich finde halt die Oberschenkel mit Doppel-Bizep-Pose von Good Vito war abartig. Ich finde sie beide gleichwertig. Ich bin jetzt mehr der Fan von Good Vito. Sehe deswegen, dass er hätte gewinnen können. Aber ich komme mit der Platzierung, dass er einmal gewonnen hat, völlig klar mit. Ja. Dwayne, hast du es verfolgt? Ja, ein bisschen. Also ich muss sagen, ich bin so ein kleiner Fan von Good Vito. Ich mag seinen Look einfach. Ne? Es ist jetzt für mich nicht extrem, extrem schön, aber keine Ahnung. Ich verstehe den Ausgang. Ja, genau. Ich hätte ihn auch auf den ersten sehen können. Also das war alles vollkommen in Ordnung. Aber ich feiere auch Good Vito jetzt hier in Arnold Classics Südamerika. Total. Also wirklich beeindruckend. Fand aber den Schäufer war besser.
Aber, oder das in Detroit hat mir besser gefallen, aber wahrscheinlich lag das wieder im Hintergrund an dem schwarzen Hintergrund. Kann sein, klar. Ne? Ja. Deswegen, also toll. Ich bin gespannt auf die Zukunft, wie er seine Linie behalten kann, weil er jetzt noch mehr Masse aufbaut, weil er wird mehr Masse aufbauen. Aber wie alt ist der? 25? 26. 26, ne? Bin ich gespannt. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Das wirst du es ja mal 26, sehen. die verfolgt mich gerade ganz hart. Chris, wie ist denn deine Meinung dazu? Ich habe ein paar Sachen finde ich komisch. Ich finde, dass der Most Traded Award an den dritten Gang fand ich sehr komisch, weil das hätte mit Abstand der Good Vito gewinnen müssen, finde ich. Wenn jetzt der Good Vito hat auch diesen Most Muscular gewonnen, wenn er jetzt Most Muscular und Most Shredded bekommen hätte, dann wäre es komisch gewesen, dass er Zweiter ist, finde ich auch. Also das kann man dann schwer rechtfertigen. Ich finde, der Martin hat weniger Posen gewonnen wie der Vito. Der Martin hat die, finde ich, eigentlich nur seitlich Brustkammer gegeben wegen der Brust, Genau. Rücken-Doppelbizepskammer gegeben, Ja. weil der Rücken lat aber auf keinen Fall, die hat der Vito gehabt, finde ich. Und ich fand den Vito mehr Freak. Beeindruckender Grainy. Natürlich hat er noch Luft auf seinem Rahmen. Und ich finde, wenn er 10 Kilo mehr hat, dann schaut es immer noch gut aus, glaube ich. Und wenn ich es jetzt gewertet hätte, ich kann verstehen, warum der Martin gewinnt. Das kann, weil er ein kompletter schöner Athlet ist. Und es geht ja oft, manchmal gewinnt der mit am wenigsten Schwächen und das ist dann schon er. Einfach. Das ist auch ein Dexter Jackson, der immer gewartet hat, bis irgendjemand einen Fehler macht und dann kommt er. Aber der Good Vito fand ich die Form beeindruckend. Von hinten war der beeindruckend und der war hart und voll. Ich fand ihn voller wie in Brasilien. Und wahrscheinlich wäre meine Tendenz zum Good Vito gegangen. Aber es geht auch in Ordnung, dass der Martin gewinnt. Aber ah, es ist schon ein bisschen ärgerlich. Aber es geht in Ordnung, weil der Martin ist. An ihm gibt es nichts zu meckern. Der war in Form, der ist schön, der hat keine Schwächen, da gibt es nichts zu meckern. Und manchmal gewinnt der mit am wenigsten Schwächen. Das Bei ist Vitu finde ich halt den Beinbeuger und Gluteusbereich extrem von hinten beeindruckend. brutal. Der Schwung von den Oberschenkeln von hinten, das ist so Ja, unnormal. das ist so der Little Jay Cutler. Noch schlimmer. Paddy, Und hast du von noch was vorne auch die Beine hinzuzufügen? so ein bisschen Jay Cutler. Also nachdem Chris gerade so ausführlich gesprochen hat, kann man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Ja, Das ist ne? allerdings auch seine Stärke. Nachdem willst du dich nicht anschließen und sagen, jo, ich habe da auch noch was gesehen. Ach, sag ruhig, Aber ich bin immer offen. nee, ich habe es ehrlicherweise bei dem aktuellen Ja, Zeitstress nicht so verstehe. verfolgen können. Ich bin froh, wenn ich gerade so ein bisschen meine Leute rechtzeitig noch antworte. Und ich habe nur die Bilder gesehen, aber jetzt, ich habe mir jetzt da keinen Vergleich anmaßen können. Mit meinen kaputten, müden Augen, ich habe, keine Ahnung, es ist gleich 9, ich habe 2 Mahlzeiten heute gegessen und ein paar Kinderriegel. So. Willkommen in Studioeröffnung. Ich habe 10 Paddy, Kilo abgenommen im ersten Jahr. falls du früher los musst, ne, fühl dich nicht genötigt, hier bis zum Ende durchzufahren. Du kannst Ihr seht ja, jederzeit die hier. arbeiten alle da hinten und helfen. Okay, Ja, lass sie ein wollte ich bisschen nur so arbeiten sagen. und chill. An der Stelle muss ich mich gleich ausklinken. Meine Ja. Freundin war schon eine Stunde da oben. Ich dachte, es ging nur eine Stunde. Und wir müssen ein bisschen was erledigen. Ich muss Ah, nee, wir machen mal wie sehr, sehr lange? lange. Aber Markus, danke, dass du dabei warst, auf jeden Fall. Ja. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. War sehr interessant, mich mal näher kennenzulernen. Das ist ja, das sehen wir so, man kennt es über Instagram. Habe jetzt Ja. sehr viel mehr von euch kennengelernt und muss mir gestehen, ich hätte das schon früher machen sollen. Also an der Stelle tut mir leid, dass ich dann erst jetzt dazu gestoßen bin. Ich hoffe, es kommt nochmal wieder vor, dass ihr mich einladet zu der nächsten Runde. Und ja, an der Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Abend Ja, wir müssen noch und ein paar wir Fragen sehen uns klären. Also, vielleicht. das sind wir gar nicht zugekommen, aber nächstes Mal dann. Ich bin dabei, wenn ihr Alles klar, das wollt. Markus. Ja, an der Stelle. Ich glaube, ich muss hier auf Abmelden Weiter. drücken irgendwo. Genau, du Dann haust bin einfach ich. ab und dann sehen wir dich gleich nicht mehr. Mach's gut, Du schönen machen wir Abend. so. Ja, Ich mach's wünsche gut, was? laufen. Ciao. Ciao, Jungs. Ciao. Ciao. So. Wenn Gott Vito jetzt sich entscheidet, in New York zu starten, weil er gerade eh in Prep ist und tut er nicht? Glaubst du nicht? Weiß es. Ah, was hat er denn vor? Er geht zu seiner Familie nach Russland, die er 2 Jahre nicht gesehen hat. Also Und Scheiß auf die startet Olympia später dieses im Jahr? Jahr. Nee, Ach er so, möchte okay. schon die Quali haben, aber er will später starten. Und ich finde auch New York nicht die richtige Wahl. Er sollte Kalifornien oder so machen, weil am Nick wird er nicht vorbeikommen. Das wäre nämlich meine Frage Und gewesen. wenn der, wenn der, wenn die in New York, ist der Nick gegen den Tonio, dann wird wahrscheinlich der Nick gewinnen, dann macht der Tonio wahrscheinlich Kalifornien. Und dann wäre es sinnvoll, wenn man taktisch arbeitet,
einzuspringen. Aber jetzt die New York zu machen, nur um die New York zu machen, weiß ich nicht. Man muss aber überlegen, dass ja auch am Ende des Jahres ein Hunter Labrada braucht noch eine Quali, ein Ich glaube, Kölso braucht noch eine ich glaube, Quali. es sind zu viele Wettkämpfe, zu viele Leute, die die Quali brauchen. Das wird Ja. schwierig. Und ich glaube, dass der ein oder andere am Schluss, der da sein sollte, nicht da ist, weil er zu spät mitmacht. Auch der John De La Rosa hat jetzt, finde ich, eine Chance vergeben, wenn er es lange aussetzt. Bei Ende des Jahres kommt dann der Hunter, der Andrew Tagg. In Europa werden der Chrisso, der Presti und so sein. Ich habe jetzt mitbekommen, dass der Bonek auf der M-Pro startet. Also einfach wird es dafür keinen. Aber es macht es mega spannend, weil wir nachher auch zum Ende der Saison richtig, richtig hochbesetzte Felder haben. Ja. Yeah. Ich finde auch, dass sie mit den Qualifikationen das überdenken sollten. Also ich finde, dass in der Open mehr sein könnte und in der Classic weniger zum Beispiel und in der Bikini auch weniger. Weil ich meine, es waren Open, waren es glaube ich letztes Jahr 16 oder so Ja, und stimmt. Classic 35. Und es, in dem Jahr davor waren es Classic über 60 und Open glaube ich dann 20. Aber ich finde, dass man hochdotierte Wettkämpfe vielleicht mit zwei Qualis machen sollte für die Open. Dass man einfach die guten Jungs da sieht, weil der Vito hätte es verdient. Ein Dritter nicht, aber dass man zum Beispiel bei den Arnolds sagt, früher war es ja, und das wäre auch wieder, wenn wieder beim Punkt, dass früher alles besser ist, früher war Top 5 bei den Arnolds zum Beispiel qualifiziert für Olympia oder Top 3 bei den normalen Wettkämpfen. Das gibt es ja gar nicht mehr, Punkte gibt es nicht mehr. Und ich finde, die großen Wettkämpfe wie Arnolds, New York oder sowas könnte man auch Top 2 machen, aber das werden die dann schon entscheiden. Aber es Ja. werden einige, glaube ich, aussetzen müssen. Ja. Alright. So, dann sind wir, glaube ich, mit den aktuellen Themen durch, außer dass wir ganz kurz noch Ahem gute Besserung wünschen müssen. Der hat Ah ja, sich, glaube ich, Brust, auf der oder? FIBO Scheiße. bei einer Push-Up-Challenge den Brustmuskel gerissen. Und Kevin Gebhardt auch noch an dieser Stelle gute Besserung wünschen, Beinbeuger denn abgerissen, ne? der gute Hund hat wohl seinen Beinburger durchgebissen. Ach du Scheiße. Scheiße, Mann. Und falls jemand noch einen guten Chirurgen kennt, der Beinbeuger fixen kann, bitte mal bei Kevin Gebhardt melden, denn der Rich hat leider keine Kapazitäten für ihn gerade. Und das Ding muss schnellstmöglich rangenäht werden. Also, falls ihr jemanden kennt, der schon mal einen guten Beinbeuger gefixt hat und auch gut hingekriegt hat, dann meldet euch bitte bei Kevin. Ja, das glaube ich noch so Das. zu den aktuellen News. Ansonsten gibt es, glaube ich, diese Woche keine großen Schlagzeilen mehr. Es sei denn, ich habe jetzt irgendwas vergessen. Nee. Und falls ihr noch irgendwie 2, 3, 4 Minuten habt, lasst uns noch ein, zwei Fragen machen, bevor die Leute ganz traurig sind, dass wir gar keine Fragen beantwortet haben. So, da muss ich mal kurz in den Sticker reingehen. So. Aber fangen wir nicht mit der ersten an, die mir hier anschaut. Was ist das ekligste Whey, was ihr jemals getrunken habt? Neutrales Whey. Nee, war. Ah, doch, Whey. Neutrales Whey. Ich wollte jetzt Erbsenprotein sagen, aber es ist ja kein Whey. Ja, einfach neutrales Whey habe ich mal probiert von irgendeiner Marke früher. Das hat wie Scheiße geschmeckt, aber. My Ja. Protein Eiweiß. Boah, das war widerlich. Ich habe Ja? viel zu viel getrunken damals, ja, Mann. Aber vielleicht nur, weil ich mich übertrunken. Ich habe teilweise 5 Kilo für 64, irgendwie 9 €, 8 € das Kilo oder sowas damals geholt. Und boah, das war schon widerlich. Body Lab finde ich auch. Das finde ich so staubig irgendwie. Das ist auch ganz komisches Eiweiß. Weiß es gar nicht. Irgendwie trinke ich die einfach runter und das erledigt. Ich Richtig hatte so. mal dieses Carnivore von, was Kay Greener beworben hat. Beef Protein. Beef-Protein. Das war widerlich. Also Okay, wenn es soweit. Eggprotein ist widerlich, das riecht auch sehr schwefelhaltig. Wenn man das drunter zählt, finde ich Pepto Pro natürlich, also ohne Geschmack, richtig ekelhaft. Und das ist zwar kein Whey, aber das Kreatestron früher von Peak war auch echt eklig. Das haben sie hoffentlich überarbeitet. Das gibt es Ein ja immer Black noch, ne? Cherry oder so. Ja. Gibt es noch? Gibt es noch, ja. Ja. Oh, es gibt noch, also wenn wir jetzt Allgemeinprotein sagen, ein veganes Protein von einem Supplement-Hersteller, ja, welcher verschwunden ist, wo ich auch früher mal war. Boah, das war widerlich. Das war Schoko, gab es nur Schoko. Boah, das war wirklich räudig. Komplett eklig. Gibt es die Marke gar nicht mehr? Ich weiß es nicht Doch. mal. Die hatte sehr Doch, gibt es großen. noch. Gibt es noch? Ich sag mal so Ja, die Thema großen Kühler. Athleten. Vitamin-D-Tropfen. Bitte? Die ist es total untergegangen für mich. Ja. Gibt da noch Da bestellt auch Athleten, keiner gell? mehr, oder? Keine Ahnung. Na gut. Zumindest nicht die D3-Tropfen. Davon habe ich noch ein paar in Ja. meiner Schublade. Ich hatte auch eine bei mir im Coaching, die das dann analysieren hat und es war maßlos, ist überdosiert und die hat das für eine Ja. Vergiftung. Ja. Ach du Ja. Scheiße. Das war krass. Zum Glück gab es da dann Aufklärung.
Es fragt noch jemand, hat Social Media einen Einfluss auf die Platzierungen im Amateurbereich? Nein. Also glaubt ihr, dass bekannte Influencer, Influencerinnen auf der Amateurbühne dann vielleicht doch ein paar Plätze vorne, weiter vorne landen? Vielleicht ist es so, wenn die groß angekündigt werden und die kennt man wirklich, dass die Judges da automatisch auch im Unterbewusstsein Genau, Personen Unterbewusstsein. schauen. So vielleicht, aber ich glaube trotzdem, dass Judges immer versuchen, den an erster Stelle zu sehen, der wirklich auch der Beste ist. Es sind ja oft schon große Leute, haben nicht gewonnen oder haben sich nicht gut platziert, teilweise auch mit Millionen Follower. Und ich finde, das ist meine persönliche Einstellung. Wenn ich der Überzeugung wäre, dass das eine Rolle spielt, würde ich nicht starten wollen. Ja. Verständlich. Weil ich will, dass meine Leistung gewertet wird. Und ich bin mittlerweile der Meinung, vor allem heutzutage, dass sie nach Leistung werten, jetzt unabhängig von den Amateuren, auch bei den Profis, dass sie einen Hardy, der kein Wort Englisch spricht, gewinnen lassen. Dann benimmt er sich daneben bei den Olympia und lässt ihn die Arnolds gewinnen. Oder dass sie manchmal jetzt auch den Wesley vor den Urs lassen oder sowas. Da werten Nicht sie, gut. finde ich, einfach die Tagesleistung und nicht, wer ist bekannter wie wer. Ja. Und auch den Wesley vor den Ramon lassen. Die sind ja beide bekannter wie der. Also Urs und Ramon haben ja viel mehr Reichweite wie der Ding. Und ich glaube, dass es bei den Amateuren noch weniger interessant ist, weil es auch um weniger Geld geht. Ja, ich Das bin ist auch auf jeden Fall. mittlerweile der Überzeugung, dass Politik nicht mehr so eine Rolle spielt. Alle Predictions, die ich letztens gemacht habe, habe ich mir selber gesagt, lass keine Politik einfließen, versuch wirklich zu schätzen, wer der Bessere ist. Und bis jetzt ist es auch aufgegangen. Also ich finde auch, dass jetzt in den letzten 2, 3 Jahren eigentlich, man sollte nicht mehr mit Politik kommen. Sollte man Wenn nicht man unbedingt. was tauschen kann, dann ist es vielleicht mal ein Platz in der Bikini oder mehr ins Physik. Aber es wird niemand, der Sechster wird, dann auf einmal Erster. Und die meisten Leute, die mit dem Politik kommen oder sagen, der ist bei Sponsor XY, weil auch manchmal ESN zum Beispiel Hauptsponsor von irgendeiner Meisterschaft ist, trotzdem wird der Athlet dann aber nicht bevorzugt. Und meistens sind die Leute halt einfach unobjektiv schlechte Verlierer oder haben ein komisches Umfeld mit komischem Feedback, aber sie waren dann einfach nicht gut. Ja. Obwohl, du hast ja gerade vorhin über deine Athletin in Malta gesprochen, wo du es auch nicht verstanden hast. Ja, aber da war das Feedback am Schluss, sie ist zu hart, das wollen sie da nicht. Okay. Und ich nach meiner Auffassung hätte sie auf Platz 1 gehabt, ja. Es haben auch schon diverse Athleten vor ihr mit dieser Form Platz 1 gewonnen. Aber seit wenn man es jetzt aussprechen will, die IFBB und die NPC getrennt ist, habe ich den Eindruck, dass sich die IFBB immer mehr und mehr abgrenzen wollen. Und jetzt kommunizieren sie immer mehr, oh, wir wollen das nicht mehr so hart, wir wollen es nicht extrem. Jetzt machen sie ständig andere Hosen bei den Männern und hier und da. Ja. Und ja, ich habe das Ergebnis nicht verstanden, aber wenn man mir das Argument sagt, sie ist zu hart und dafür wurde sie abgewertet, dann kann sie froh sein, dass sie Fünfte wurde und nicht Zehnte. Aber ich hätte sie definitiv nach normalen Kriterien, wenn wir von der Figurklasse reden, war sie überhaupt nicht zu hart, weil in meinen Augen geht es doch härter. Und dann hat sie da richtig hingehört und ich war richtig positiv, bevor sie in diesen Wettkampf gegangen ist. Und das bin ich eigentlich selten, dass ich sage, da muss erst mal einer kommen, der sie schlägt. Und dann wird sie von Leuten geschlagen, wo ich mir denke, oh mein Gott, Ja. oh mein Gott. Aber wenn man danach geht, dass es nicht ein Kriterium erfüllt, dann muss man das so hinnehmen und dann hat es auch nichts mit Politik zu tun. Weil dann hätte sie vielleicht, Politik hätte ich gesagt, wenn sie jetzt nicht Erste geworden wäre und die Erste voll schlecht gewesen wäre. Aber da sie Fünfte wurde und vier schlechtere vor ihr waren, dann ist es einfach nicht getroffen. In Stehe, meinen ja. Augen schon, aber in deren Augen offensichtlich nicht. Und jetzt muss sie sich halt überlegen, und das habe ich ihr auch ans Herz gelegt, Zum ob sie da NPC. weiterhin starten möchte, einfach. Ja. Okay, aber da Weil macht wenn das man. Feedback ja dann doch einen Sinn, wenn du sagst, das wollen sie einfach nicht Ja, sehen genau, aber in und meinen lassen wir das Augen so. komplett unverständlich, weil sie halt in Jahren davor genau das belohnt haben. Und Ja. jetzt auf einmal ist es falsch. Und deswegen habe ich es einfach nicht verstanden. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass vier Leute wegen Politik vorgeschoben wurden. Okay. Wascht ihr euren Reis oder nicht? Nein, nö. Ja, schmeckt viel Ja. besser. Ja, Warum macht macht es. Ey, man schmeckt das? wirklich besser. Ich wasche ihn auch. Warum? Bin zu faul. Und er schmeckt sowieso nicht. Warum? Scheiß drauf. Wegen der Stärke oder Arsen oder was ist das Problem? Ich denke mal, wegen dem, also ich weiß es ja, es ist ja auch Staub drin, ne? Aber vielleicht hat es was mit der Stärke zu tun, aber es wird wirklich leckerer. Wird Ich glaube, besser. Und was Martina ist empfiehlt? leckerer. Reis gewaschen. Ja, aber warum ist leckerer? Was schmeckt es dann anders oder was ist klebriger oder? Ja. Ja, wirklich. Probier's aus. Schmeckt wirklich Probier's anders, morgen ja. aus. Ja, aber was ist anders?
Ist es dann. Es schmeckt einfach anders, Okay. wirklich. Und Martina empfiehlt es tatsächlich auch wegen der Arsenbelastung. Ja, können wir Ja, mal sehen. das verstehe ich, ja. Aber nein, mache ich nicht. Ich wasche ihn auch, Dwayne. Danke. Also der Olympiateilnehmer macht es nicht, also mache ich es auch nicht. Der hat aber auch komische Nieren jetzt. Ja, vielleicht ist deswegen. Vielleicht ist deswegen, Ich ja. habe ja zwei, ist der eine halt kaputt. Aber das mit der Nierengeschichte nochmal auf den Punkt zu bringen, ich mache das nicht, weil ich irgendwie dumm und fahrlässig bin. Ich beobachte das wirklich schon seit 2019. Und jeder Bodybuilder, wenn er mal ehrlich zu sich selber ist, hat ein Blutbild, irgendwas, was irgendwo schlimm ist. Und man soll es halt nicht so weit kommen lassen, dass man sagt, man hat dann im Alter einfach Probleme. Und wenn das der Fall wäre, dann würde ich auch die Reißleine ziehen. Ja. Hier kommt eine medizinische Frage. Also ich bin selber kein Arzt, ihr auch nicht, aber vielleicht habt ihr eine Ahnung. Martin. Was ist oder was sollte man tun, wenn beim Blutdruck der systolische Druck zu hoch ist, aber der diastolische zu niedrig? Da ist doch Chris ein guter Ansprechpartner, der Probleme. Ich würde grundsätzlich erstmal den systolischen in den Griff bekommen, weil ein zu niedriger Blutdruck würde ich jetzt nicht als negativ begutachten. Ein zu niedriger Blutdruck ist ja eigentlich gut und ich sage jetzt mal kardiovaskulär schonend und würde mich nicht Gedanken machen. Wenn der Blutdruck allgemein zu niedrig ist, dann kriegst du irgendwann Schwindel und so und Kreislaufprobleme. Aber ich würde mir um den hohen zu sorgen machen und nicht um den zu niedrigen. Vielleicht nochmal für Verständnis. Systolisch ist ja der Blutdruck, der entsteht, wenn das Herz pumpt, ne? Also das, was aus dem Herz rausfliegt, fließt. Und diastolisch das, was zurückfließt, richtig? Ja. Wenn der systolische jetzt so hoch ist, dann ist ja da entweder das Gefäß zu eng oder das Herz zu stark, oder wie kann ich mir das vorstellen? Pumpfunktion wahrscheinlich gut. Ja, das ist so. Vielleicht ist vielleicht die Herzwand verdickt, kann das sein? Ja, aber das spielt, Herzwanddicke hat nicht zwingend was zu tun, sondern es geht immer um diese Auswurfrate. Das heißt, IF oder EF, diese, wie viel Blut kann oder wie viel Prozent von dem Volumen kann das Herz pumpen in einem Schlag. Und es geht auch, also auch wenn jetzt jemand. Ich hatte das Thema vorhin erst. Wenn jetzt jemand ein zu dicke Herzwand hat oder das Herz zu dick ist, wenn das richtig pumpt und elastisch ist, ist es nicht ideal, aber nicht so schlimm. Wenn das alles schlechter wird, dann hast du ein Problem. Okay. Wie gesagt, wir sind keine Ärzte. Mach dein Cardio-Training. Ja, Das sowieso. genau. Ja. Jetzt habe ich mich ja richtig offenbart. Aber mal gucken. Geh zum Arzt. So, und mach Cardio. Wieso ist es so, dass bei höherem Gewicht das Muskelgefühl verschwindet, aber es bei höheren Wiederholungszahlen da ist? Und was bedeutet das fürs Training? Habt ihr es so, Ja, dass wenn ihr ab dass er der eine Ausführung unter einem unsauber wird, wenn es zu schwer ist und er das nicht mehr ansteuern und kontrollieren kann, dass er nur noch rumhaut. Würdet ihr dieser Person dann empfehlen, lieber leichter zu trainieren mit mehr Wiederholung oder zu sagen, na komm, du wirst schon Technik, irgendwas treffen? Technik, Techniktraining, ja genau. ganz einfach. Ansteuerung optimieren und mit der perfekten Ansteuerung stark werden. Genau. Ich Du habe noch einen musst vielleicht Zusatz. machen. Ja, was? Ich will, sag mich fertig. Ja, ich meine, also ich würde dann erstmal vielleicht, wenn ich jetzt der Trainer wäre, einfach über die Ausführungen schauen. Ich lasse mir da auch immer Videos schicken. Wenn jemand eine Schwachstelle hat, zum Beispiel, ist Ja. es meiner Meinung nach immer eine Sache von Ansteuerung. Das liegt dann nicht daran, dass du die Brust dreimal die Woche trainieren musst oder so, weil wenn die nicht wächst. Meistens ist es einfach so eine Sache, dass die in die Brust nicht reinkommt beim Training und deshalb lasse ich mir da genaue Ausführungen schicken und da sieht man dann eigentlich schon so die klassischen Fehler. Und da ist es dann wirklich so, dass die Ausführung erstmal optimiert werden muss. Da müssen die halt meistens ihr Ego zu Hause lassen, erstmal runter mit dem Gewicht und dann halt mit einem gescheiten System, sage ich mal, schauen, dass sie wirklich mit dieser Ausführung diese schweren Gewichte bewegen. Die Ausführung ist eigentlich wirklich nur ein Mittel, um optimal den Muskel zu treffen. Ja, das ist quasi unser Werkzeug dafür. Wenn die Ausführung perfekt ist, dann können wir nicht anders, als diesen Muskel zu benutzen. Das geht nicht, ob man spürt oder nicht. Nur nach einer Zeit wird man es spüren. Es geht nicht anders. Ja, und wenn man mehr Wiederholung macht, ja, dann wird es einfach irgendwann übersäuern und deswegen brennt auch der Muskel. Aber das ist ja nicht unser Ziel beim Ja. Muskelaufbau. Ja. Ich weiß, was der meint. Also wenn ich jetzt Seitheben mache mit 2 Kilo Hanteln und 100 Wiederholungen mache, dann Dann irgendwann brennt's. fällt mir die Schulter ab. Wenn ich Seitheben mit 25 Kilo mache und 10 Wiederholungen mache, dann habe ich danach nicht so einen Pump in der Schulter. Ist ja klar. Aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Also du arbeitest ja trotzdem aus der Schulter und wenn du es richtig machst und du spürst die Schulter auch bei der Bewegung. Ja. Ja. So, Chris wollte Das so ein wollte ich nur Extra sagen. dazu holen. Ja. Ja, ich würde.
Also grundsätzlich würde ich den Wiederholungsbereich halt überdenken, weil wenn er das die ganze Zeit hat, dann trainiert er wahrscheinlich in dem Bereich. Also ich würde nicht unter 5 Wiederholungen zwingend ihm empfehlen zu trainieren. Wenn er mal Bock drauf hat, dann okay, aber dann würde ich vielleicht auch sowas machen, dass man, die Leute sind immer oft so versteift, dass sie nur das machen können oder nur das. Oder sie können nur schwer oder sie können nur viel und leicht machen. Aber es gibt ja auch ein Mittelding oder man kann das ja variieren. Man kann ja auch eine Übung nehmen, wo ich sage, okay, ich mache den ersten Satz jetzt richtig schwer und erschöpft es. Dann mache ich den zweiten Satz mittelschwer mit mehr Wiederholungen und den dritten Satz leicht oder den Dropsatz. Dann habe ich alle Wiederholungsbereiche ermüdet oder ich mache gleich einen Reduktionssatz, dann sage ich, dann fange ich schwer an und werde immer leichter. Und weil man muss sich ja schon mal auch an neue Gewichte rantasten und ich finde es manchmal schwierig, das zu kommunizieren. Ein Neuling ist, ja, wenn du halt immer nur mit 2,5 Kilo Seitheben machst, dann werden die Schultern auch nicht wachsen. Du musst irgendwann mal mehr nehmen und spürst dann weniger. Aber ich finde, man kann es ja auch kombinieren, dass man sagt, man macht eine Übung in verschiedenen Wiederholungsbereichen oder man macht die Übung 1 mit 8 bis 10 und die Übung 2 mit 20 oder was auch immer. Aber ich würde nicht unter 5 zwingend gehen, wenn ich das Problem eh schon habe und mit verschiedenen oder den Muskel versuchen, in allen Wiederholungsbereichen zu erschöpfen. Und dann wird es auch brennen und er wird spüren und happy sein. Oder auch nicht, weil es dann das ihm keinen Spaß macht. Tut weh. Tom, ich muss gleich los. Paddy, danke, dass du da warst. Viel Erfolg. Wir sehen uns am Samstag. Ich danke. Ab wann geht's los bei dir? Samstag um 12. Also, hey Mann, viel Erfolg für dein Studio. Viel Erfolg. Ich hoffe, es läuft. Und wenn ich mal in der Nähe bin, schaue ich vorbei. Das ist cool. Freue ich mich. Vielen Dank an euch und gerne. Viel Erfolg, Mann. Schaut halt vorbei, Wandsbek. Auch wenn es hart wird. Gib noch mal kurz deine Adresse, Paddy, bevor du abhaust. Am Neumarkt 30 in Wandsbek, Legatum Gym, ab Samstag 12 Uhr öffne ich. Alles klar. Ich werde da sein. Wir sehen uns. Macht's gut. Vielen Dank, Jungs. Ciao. Ciao. Okay. Ja, allgemein versteifen sich viel zu viele Leute immer auf Muskelgefühl. Du kriegst Muskelgefühl, wenn du lernst, die Übung auszuführen. Die Mädels machen das aber ganz schlimm, finde ich. Also die Mädels, die hocken sich aufs Abduktorgerät mit ganz wenig Gewicht. Ja. Du kriegst halt keinen Arsch. Weißt du, was ich meine? Da musst du halt schwere Gewichte bewegen für. Progressive Overload und perfekte Technik, es passiert alles. Automatisch. Ja. Und wenn ihr nichts und es nichts wird nach 2, 3, 4, 5 Wochen oder ein paar Monaten, Techniktraining. Schickt eurem Coach Videos oder geht zu einem Coach und dann funktioniert das 100%. Jetzt hast du gerade gesagt, nach 2, 3, 4, 5 Wochen, hier fragt niemand anders. Nach wie vielen Wochen, Monaten oder Jahren sollte man einen Split mal umstellen? Gar nicht, ich gehe schon aufs Klo. ich führe das kurz weiter, was er gesagt hat, weil es ich sage immer, find ein Portfolio an Übungen, die du merkst für dich, bei denen du Progress machst und wo du guten Erfolg hast und behalte diese Übungen für den Rest deines Lebens bei. Na, es macht ja keinen Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe früher immer gedacht, ja, ich muss Kniebeugen machen. Hat bei mir nie was gebracht. So eine Pendulum-Squat oder Hackenschmidt funktioniert bei mir viel besser. Warum sollte ich dann irgendwann umsteigen wieder und sagen, ja, heute mache ich jetzt mal wieder eine Zeit lang Kniebeugen, wenn ich die doch überhaupt nicht irgendwie bei mir, ja, damit die Quads ansteuern kann. Um die Muskulatur zu überraschen. Ja, genau. War auch eine lustige Story, ne? Das ist ein Physio, wo ich war, der hat... ich habe in der Corona-Zeit relativ gut aufgebaut. Ich habe bloß zu Hause trainiert. Und nee, ich habe zu Hause trainiert und manchmal bin ich dann ins Studio reingekommen und so. Und der hat dann auch gemeint, ja, du hast bestimmt so gut aufgebaut, weil du jetzt immer woanders warst und immer einen neuen Reiz gesetzt hast. Na, das ist so, das ist der Muskel, also erstmal der Muskel hat keine Augen. Also der weiß nicht, ob du jetzt diese Brustpresse machst oder diese Maschine machst. Na, im Endeffekt kannst du bloß den Muskel kontrahieren. Und also verkürzen und wieder kontrahieren. Und darum geht's. Und da musst du Übungen für dich finden, wo du das bestmöglich für dich schaffst und nicht Übung XY machen, weil der Dwayne jetzt damit die besten Erfolge erzielt hat. Das ist ein Herausfinden über Jahre. Ja, guckt euch Powerlifter an. Die machen auch Kniebeugen immer und werden immer besser und immer besser und kriegen dickere Beine. Genauso wie Bankdrücken. Ne? Die wechseln auch nicht mit den Übungen 100.000 Mal. Ja. Ne, weil aber ich finde es manchmal tatsächlich gerechtfertigt, wenn du jetzt seit meinetwegen Monaten ein Plateau hast. Wenn es dir keinen Spaß macht. Oder das. Ja. Ja. Dann ist es vielleicht mal so, dass man sagt, okay, tausch vielleicht mal so ein bisschen, dass du die Übung mal irgendwie als erstes oder zweites oder drittes machst. Oder dass du sie vielleicht auch mal meinetwegen rausnimmst und durch eine Maschine ersetzt und dann vielleicht irgendwann wieder reinnimmst. Keine Ahnung. Ich habe damals vor 6 Jahren, 7 Jahren irgendwie eine Studie gelesen. Da wurde das analysiert mit diesen alle 6 Wochen.
den Trainingsplan wechseln, ne, oder irgendwas anderes machen. Und dann haben die halt diese Powerlifter sich anguckt, warum machen die immer weiter Progression, wenn die immer dasselbe machen? Und es wurde festgestellt, dass bei den meisten Leuten nach ungefähr 6 Wochen plus eintritt, dass sie unmotiviert sind durch den Trainingsplan. Die haben keinen Bock mehr darauf. Ja, der Durchschnittsmensch, das wurde an ganz normalen Menschen festgestellt. Das heißt, sie haben einfach irgendwann, waren die nur noch da und haben das gemacht, haben trainiert an der Brustpresse und das war dann der Hauptgrund, warum sie nicht besser wurden. Ja, und das war immer so 6 Wochen plus. Und so kam dann auch irgendwann diese Vorstellung, ja, nach 6 Wochen musst du deinen Trainingsplan ändern. Ja, weil die Motivation weggeht. Ja, beim Powerlifter hat Bock auf Bankdrücken. Der hat Bock auf Kniebeugen jedes Jahr über Jahre. Und deswegen funktioniert das halt auch, ne? Weil in der Theorie, wenn der Trainingsplan auf dich angepasst ist und deine Schwächen und alles ausgeglichen ist, könntest du einen Trainingsplan dein Leben lang durchführen. Ja. Gut, guck mal, da haben wir die Pinkelpause von Chris perfekt genutzt, um. Hört ihr uns schon wieder? Chris, bist du wieder da? Ja. Perfekt. Dann kommen wir gleich in die nächste Frage. Warum ist das Training an schlechten Tagen oft besser als an guten Tagen? Was? Was? Kennt ihr das Ja, die nicht, wenn ihr Leute gehen noch ins irgendwie. Studio und sagen, heute ist ein Scheißtag und dann war es auf einmal toll. Genau, Ja. genau. Ja, aber das ist doch nicht immer so. Also das ist doch Quatsch, das ist immer so. Es kann mal gut laufen, sodass du Ja. Erwartungen nicht Kein hattest, kann aber wissenschaftlicher top sein. Hintergrund. Also wenn ich 100% motiviert bin und Bock auf ein Training habe, dann wird es meistens auch geil. Also, Ja. außer ich reiß mir was ab oder so, aber Ja, sonst. das ist dieser Satz von wegen, dass sie meinen, ne, es war ein schlechter Tag, ich gehe ins Gym und auf einmal habe ich überall PRs gemacht. Das ist Das Glück. kann mal vorkommen, ne? Ja, kann, ist auch bei mir schon passiert, aber. Ich hatte aber auch mal schlechte Tage, da war das Training trotzdem scheiße, so Ja. weiß. Ja. Ich hatte schon gute Tage, das war nicht so toll. Ja, genau. Gab's auch. Aber ich habe, Okay. also, ich finde das immer schwierig. Und das hört sich total arrogant oder überheblich an. Ich hatte schon lange, ich kann mich nicht erinnern, wann ich so ein richtig schlechtes Training hatte. Also ja, für die Leute ist es ja ganz schnell mal schlecht, wenn man nicht einen neuen Rekord macht oder sowas, aber dass ich jetzt mit meinem Training unzufrieden bin und sage, boah, das war richtig scheiße. Ich finde, es war gut, wenn ich sage, ich habe ins Versagen trainiert, ich habe meinen Muskel gereizt und bin besser geworden. Aber weil ich jetzt bei Übungen bei Kniebeugen nicht eine Wiederholung mehr geschafft habe, habe ich kein schlechtes Training. Oder was ist denn schlechtes Training? Das ist bei mir immer der Fall, wenn ich mit dem Kopf nicht da bin, wenn ich den Fokus Ja, verliere. ja, ja. Dann wird es scheiße. Stimmt. Aber was ist Scheiße? Oder was ist, was, wann definierst du ein Training als schlechtes Training? Wenn ich nicht wirklich reinkomme vom Feeling her und irgendwie nachher in der Umkleidekabine stehe und mir denke, Das war das verdammt, jetzt. irgendwie hast du so viel Potenzial heute auf der Strecke gelassen, du hättest so viel mehr leisten Aber können. warum gehst du dann nach dem Studio? Weil du ins Bett musst oder weil. Manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich komme jetzt nicht rein. Kennst du das, Okay. meinetwegen, wenn du, du kennst wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt mal Ja. joggen gehst und irgendwie Oh. merkst du so, heute läuft es unrund und du kriegst schwer Luft und irgendwie ist heute nicht so, ist nicht so gut. Das kann ich beim Treppensteigen. Heute ist kein guter Tag. Oder du stehst auf und irgendwie hast dich vertreten. Es ist irgendwie so, du kommst in dieses Training nicht rein und irgendwie schleppst du dich so durch und bist mit dem Fokus null da und dann stehst du hinterher. Doch, das habe ich schon gehabt. Das meinst du, wenn ich zu viele Gedanken habe, wie jetzt zum Genau. Beispiel Buddy, der jetzt gerade ein Studio eröffnet und sowas, dass ich einfach die ganze Zeit mit meinen Gedanken woanders bin und einfach nicht mit den Gedanken ins Training komme. Das Ja, kenne wenn du ich auch. nicht konzentriert bist, ja. Ja, Ja. genau. Korrekt. Oder wenn Ja. ich, keine Ahnung, was auch das Dümmste ist, was man machen kann, ist, dass man irgendwie vorher noch irgendjemand eine WhatsApp schreibt oder irgendwas fragt oder keine Ahnung, was man nur auf die Antwort wartet. Einfach alles geregelt haben, Handy auf Flugmodus und dann ab ins Training. Und dann wird es Ja. auch. Hier fragt jemand, findet ihr, dass nach der Legalisierung von Gras jetzt auch Stoff eigentlich frei zugänglich sein sollte? Ich Nein, finde, man nein. könnte, nein, nicht frei zugänglich, aber man könnte diese Besitzmenge, die für Eigenbedarf ist, mal korrekter anheben, sage ich mal. Weil es gibt so Mengen, zum Beispiel TB500. Darfst du 100 Milligramm haben, kein Schwanz braucht 100 Milligramm TB500, aber dann bei irgendwie Testo oder so darfst du dann bloß so nicht mal eine ganze. 166 Milligramm. Ja, genau so. Also, das finde ich ein bisschen suspekt, so diese Mengen. Die könnte man mal anpassen mit jemandem, der sich da auch wirklich auskennt. So. Dass jemand, der eine TRT haben muss, hat, nicht Angst haben muss, dass man ihm die Tür eintritt Ja, oder genau, das sowas. macht ja keinen Sinn. Also. Ja, aber wenn er es verschrieben hat, hat er kein Problem. Das ist ja nur, wenn er sich selber verschreibt. Ja, Die auch meisten wahr. THTs, die halt verschrieben werden, sind meistens ja alle 4 Wochen Ein Nebido. Undecanoat.
Ja, genau. Das, Ich hatte jetzt zwei Medipol. Ärzte auf der FIBO gehabt, die damit Werbung gemacht haben. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Ja, habe ich gesehen. Die, hast du gesehen? Ich Bei weiß einem. nicht, ob die gut sind, ob sie es drauf sind. Das sind eigentlich, glaube ich, Schönheitschirurgen. Ich weiß es nicht mal ganz genau. Ich habe die Karte von denen, kann ich vielleicht beim nächsten Was Mal ging's da? melden. Es ging Okay. darum, dass die TATs verschreiben, wenn es notwendig ist. Also wirklich alles komplett legal und sowas. Wenn es nicht notwendig ist, scheißegal. Aber sie kümmern sich dann quasi darum, dass ein Bodybuilder, wenn er es woanders besorgen sollte, zumindest gesund bleibt. Das heißt, Cool. die checken die ab, ne, Aber machen kriegst du dann Blutbilder. auch, Enantat oder kriegst du Die dieses arbeiten mit Inhibi? Enantat. Also Okay. die empfehlen Enantat. Ja, also so ein bisschen, die sagen amerikanischer, nicht mit Gels und sowas, die sagen, es macht manchmal Sinn im Alter. Aber ja, ich habe die Karte von denen. Raum Köln, lassen alle abchecken, egal was sie drin haben. Die geben dann halt Gesundheitstipps, Blutbilder, lassen es durchchecken. Vielleicht, wenn Cool. Interesse da ist, kann ich das mal durchgeben. Richtig cool, hat mich sehr Ich mache ja gefreut. sowas nicht, aber vielleicht kann man es jemandem empfehlen. Genau, so ist es. Hast Tja. progressive Ärzte. Ich drehe durch. Bitte? Ich drehe durch. Progressive Ärzte. Ja, sie sagen auch, bis jetzt sind sie die Ersten, die das auch so öffentlich bewerben, was ich super finde. Also wirklich cool. Aber denen rennen die dann die Bude ein. Bitte? Denen rennen die dann die Bude ein, also Ich die denke Kunden. auch. Also, das wäre eine gute Idee für die. Aber generell auf jeden Fall gegen Legalisierung, weil ich glaube, das wird die Hemmschwelle noch weiter senken. Und die Ja. meisten denken einfach nicht von 12 bis Mittag, bevor sie halt irgendwie damit anfangen. Ja. Ich finde die Hemmschwelle Ja, und generell. es wird so cool dargestellt, so normal dargestellt. Und ich finde, dass teilweise zu junge Leute dazu animiert werden, irgendeinen Blödsinn zu machen, wo sie selbst nicht draufkommen würden. Und da gibt es diverse Kandidaten, die das polarisieren und damit auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und ich habe die Personen auch schon damit konfrontiert, zum Teil, weil sonst ist mir eigentlich immer wurscht. Aber wenn ich halt mit denen im Gespräch bin und dann kommt halt immer nur das Argument, ja, ich will ja eigentlich nur aufklären. Und ich bin aber der Meinung, wenn man wirklich aufklären will, dann sollte man nicht über Sachen aufklären, wo jemand sonst gar nicht drauf kommen würde, dass es gibt. Ich meine, die Leute, die sich jetzt den Podcast angucken, sind wahrscheinlich deutlich aufgeklärter als der Durchschnittsmensch. Aber wie viele Leute, da bin ich echt schockiert, im Studio rumrennen und sich irgendwas reinjagen und erstmal nicht mal danach aussehen und zweitens nicht ihre Ernährung im Griff haben, nicht ordentlich trainieren und so weiter, da drehst du durch. Kannst du Abartig. nicht vorstellen, wie viele Anfragen ich auf DNP bekommen habe, nachdem das ja mit dem E-Book und sowas rumging? Das Ich war ein Beispiel, wurde wo ich meinte, dass Leute da so, nicht drauf kommen würden. ja, genau, daran habe ich auch gesagt. Ich wurde so oft danach gefragt, hey Dwayne, wo kann man das besorgen? Sonst, ich glaube, das macht sie nicht. Ich dachte, ach du Scheiße, was passiert hier? Das ist zu viel. Das ist wirklich zu viel. Normale Menschen, schon wirklich ganz, ganz normale Menschen, da wollten alle DNP nehmen. Ich wurde bestimmt 6, 7 Mal Leute angefragt. suchen halt immer das Wundermittel und den einfachen Weg. Ja. Krass. Anstatt einfach mal nichts außer Plan zu essen und Ja. Cardio zu machen. Ja. Und dann, ja, ich mache auch nur eine Kur. Einfach mal gucken, was drin Ja, ist. genau. Ja, genau du solltest das tun. Habt ihr Tipps und Tricks für Krafttraining und Ernährung bei Kampfsportlern? Ich habe schon ein paar geholfen. Die sind teilweise sehr unerfahren, was Gewicht machen angeht. Die sind teilweise sehr radikal und bei denen geht es ja darum, Gewicht zu machen und Leistung zu halten. Beim Ja. Bodybuilder geht es ja nicht zwingend darum, dass du am Wettkampftag besonders fit bist, sondern nur gut aussiehst. Aber die gehen dann halt im Schwitzanzug in die Sauna und sind dann halt wie so ein Schluck Wasser auf dem Wettkampf und das ist schlecht. Aber grundsätzlich sollten sie sich einfach vernünftig ausgewogen ernähren, schauen, dass sie nicht zu schwer werden, in der Gewichtsklasse bleiben, nicht zu fett werden, sondern eher muskulös. Und der Rest ist aber ein bisschen individuell, oder? Was ich mich jetzt gerade frage, Kampfsportler sind ja eher schnellkräftig unterwegs. Schnellkrafttraining halt, ne? Richtig. Sollte das Training vielleicht dann in die Richtung Ja. ausgelegt werden? Also klar, Ausdauer brauchen sie auch. Sie sollten trotzdem auch normales Krafttraining machen. Mehrere Faktoren. Funktionelles Training, Krafttraining, So Ausdauertraining, Schnellkrafttraining, allround-mäßig. Du musst ja Allround, trotzdem also Power hinter dem Schlag haben. genau so ist es, ne? Ja, Auch wieder aber. Maximalkraft immer wieder reinbringen, aber nicht zu oft. Genauso funktionelles Training, das Wichtigste, ja. Core-Training, Stabilität, ja, Schnellkraft haben wir schon gesagt. Ernährungstechnisch unbedingt ausgewogen, so dass die Verdauung nicht belastet wird, dass sie allgemein fit sind. Und was Chris gerade super gesagt hat, mit diesem Gewicht machen, die müssen rechtzeitiger
Viel rechtfertiger. Diät einsetzen. Das ist, die töten sich. Die machen sich so kaputt kurz vor dem Wettkampf, dass sie da auch. Das ist ein bisschen, kommt mir, das ist oft Bisschen unerfahren. dahinter. Die haben Ja. teilweise keinen Ernährungsplan, die sind im Training sehr gut und Ja. haben oft auch einen Trainer und sowas, aber Ernährung fehlt komplett. Auch jetzt Fußball oder sowas, aber ich habe eine, die hat so BJJ gemacht und ich glaube, das war WM oder EM. Und ich habe die dann halt geschaut, dass sie ihr Gewichtslimit innerhalb von, ich weiß nicht, 8 Wochen haben wir das gemacht. Und die haben sie alle halt belächelt und ausgelacht. Und die anderen haben dann alle halt das innerhalb der letzten Woche versucht zu schaffen irgendwie. Ja. Und sie hat es dann easy gehabt, konnte theoretisch auch laden vor dem Kampf und alles und so. Und hatte dann richtig Power und war da richtig gut. Und danach wollten die Genau. alle wissen, wie das geht. Ja. Und die haben manchmal dann irgendwie, ich will nicht sagen, das Verständnis nicht dafür, aber die setzen sich damit zu wenig auseinander. Ja. Die brauchen die Performance. Das ist halt wirklich, wirklich wichtig beim Sport. Essentiell, weil wenn du dich runterhungerst, runterbringst, dann scheiße. Ja. Gerade bei einer Ausdauer, gerade BJJ ist einer der heftigsten Brutal. Ausdauersportarten, die es gibt. Du hast den ganzen Körper durchgängig angespannt und versuchst irgendwie aus irgendwelchen Maximalkräften von anderen auszuentkommen oder das anzuwenden. Das ist, du musst Performance bringen und bitte. Nee, das sagt mir fertig. Ja, diese Leistung darf nicht kurz vor dem Wettkampf oder eine Woche vor dem Wettkampf genommen werden durch Entwässerung oder zu starke Entwässerung oder zu wenig Kalorien oder sowas. Das klaut Performance. Und die haben in dem Fall auch das Problem, dass in diesem Fall, ich weiß nicht, ob es immer so ist, war die Waage unmittelbar vorm Kampf. Du kannst dann nichts mehr retten. Das ist Ja, hier ein das Vorteil, stimmt. weil die wiegen sich unmittelbar vorm Kampf. Also du musst an dem Tag das haben, sonst Pech Ja. gehabt. Und wenn du dich daran halt hinquälst, dass du es gerade hast, dann gehst du da theoretisch leer in den Kampf. Ja. Ja. Bei den Profis ist, glaube ich, manchmal so, dass, ich bin mir nicht sicher, Tag vorher nur beim manchmal. MMA ist es manchmal Ja. ein, zwei Tage davor, ne? Da klappt es. Da könnt ihr auch einmal 12 Kilo schwerer auf einmal auf Ist der eigentlich wie beim Bench Bodybuilding stehen. auch. Bei den Profis ist es dann Genau. ein, 2 Tage davor. Bei den Amateuren Genau. am selben Tag. Da würde ich es auch so machen. Einmal komplett leer machen und dann auf einmal mit 12 Kilo mehr dastehen. Geil. Das bringt dir Vorteile. Ja, aber ich denke, wir reden größtenteils auch von Amateuren. Und Aber wie jetzt schon mal gesagt, das soll nicht rein unbedingt. theoretisch gedacht, würde so ein klassisches Hypertrophie-Training für Muskelquerschnittsvergrößerung für einen Kampfsportler wenig Sinn machen, oder? Muskulatur ist nicht gleich Kraft. Richtig, deswegen macht ja einfach so eine, ich sag jetzt mal, Kostet ihn oft mehr Ausdauer dann. kommt auf die Ich würde halt. Muskulatur selber an. Als Beispiel, es gibt Muskulatur, die schützt der Nacken oder sowas. Da ist vielleicht Hypertrophie sehr gut. Gut, Ja, ja, das sehe genauso ich. Das sehe ich. Aber Schulter. sonst versuchst du ja eigentlich eher dann halt ausdauernd und schnellkräftig zu sein, ne? Damit du halt Schnellkraft. mehr Power umsetzen kannst, so einen Schlag. Funktionelle Schnellkraft, ja. Genau, funktionelles Genau. Training. Ich trainiere in einem Studio, wo halt sehr, sehr viele Boxer sind. Und von Ja. denen pumpt eigentlich keiner klassisch. Also die sind alle eher damit Kettlebell und Wie viel eher Bankdrücken machen Sie? auch, aber Bisschen auch alles Kraft. schnellkräftig ausgeführt. Okay. Ja, aber Also auch eher kein weniger Intervalltraining. Gewicht und dann halt auf Tempo. Ich Was ich hatte auch kann. letztens so, ah ja, sag mal. Sorry. Nein, nein, nein. Ich will nicht, ich mache es. Was ich oft als Fehler sehe bei vielen Ausdauer- oder bei Ausdauersportarten wie Kampfsport, dass sie sich viel do zu doll auf Ausdauer, Grundlagenausdauer konzentrieren und weniger auf Intervalltraining. Auch ein großer, großer Fehler. Die Profis alle mittlerweile sind so hart am Intervalltraining dran, dass sie dafür Zirkeltrainings machen, teilweise die MMA, UFC-Fighter. Das ist wie High Rocks, ne? Also Alter. das ist irre, komplett irre. Ja, großen Respekt nochmal an Torben, ne? Für die High Rocks-Leistung. Ja, Das ist High Leistung. Rocks. Thibaut. Ich Unwissender, was ist das? Das ist eine Kombination aus Kraftausdauer und Ausdauertraining. Im Prinzip Also hast CrossFit du, oder? ja, in die Richtung geht es aber standardisiert. Also jeder Wettkampf ist gleich. Bei CrossFit wechselt sich das ja mal. Du hast 8 Mal einen Kilometer laufen Oh, wieder. und nach jedem Kilometer laufen hast du ein Workout. Das ist auch standardisiert. Das Das taugt ist, dir. das habe ich jetzt einfach, weil ich Gemacht. komme ursprünglich aus dem Triathlon, und Nicht schlecht. Ich würde ich sterben. habe das jetzt 2 Mal ausprobiert. Es ist brutal anstrengend. Ja. Und es schockt halt irgendwie, sich so richtig an die Grenzen zu bringen. Ja, ich habe es jetzt zweimal mitgemacht. Ich werde jetzt nicht mein Leben lang High Rocks weitermachen. Definitiv Respekt. nicht. Respekt. Großer Respekt. 100%. 176er Durchschnittspuls, was war das? Boah, Boida. 174 über 1 Stunde Boida. 15. Wow. Das ist krass. Echt verreckt, Alter. Glaube ich dir. Mir ging es auch körperlich gar nicht gut danach. Das kann ich Das mir werde ich mir dann nach vorstellen. der Kamera mal erzählen. Ja, nach der Kamera. Bescheid. Ja.
Naja, die müssen ganz speziell trainieren. Ich habe teilweise das Privileg, wenn man es so nennen kann. Wir haben hier einen Olympiastützpunkt an Ruderern. Und da sind manchmal Leute aus anderen Ländern da. Vor kurzem waren es jetzt Spanier. Und ich weiß es nicht warum, aber die kommen dann oft zu mir zum Training. Und ich gebe sie dann immer günstiger, weil ich finde, wenn das jetzt Olympia-Leistungssportler sind, finde ich das super. Aber was die da immer, also wie spezifisch die da trainieren, ist schon verrückt. Und da denke ich mir, okay, auf diesem Level dann wird dann doch wieder alles sehr genau gemacht. Ich weiß nicht, wie die die Ernährung machen. Aber zum Beispiel haben die Kniebeugen gemacht und das ist, ihr habt das noch nie gesehen. Das war so ein Würfel, den man am Boden legt. Aus diesem Würfel kommt eine Schnur heraus, die du eine Kniebeugenstange machst und es misst, wie schnell du hoch und runter gehst. Und da haben die halt einen Wert, den die erreichen müssen und nur so werden die dann halt besser. Und da ist es dann halt sehr, 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 sehr genau. Und ich sehe aber dann oft, dann kommen manchmal Amateure und die sind dann halt, wo denkst du, ja, okay, das braucht einfach noch ein bisschen. Ja. Also. Da hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Ich war ja damals auch, wie gesagt, Kaderathlet im Triathlon. Und wir haben dann ganz genau unsere Pulsbereiche bekommen, in denen wir trainieren sollen. Das ist auch immer mit Pulsuhr und alles. Und hast du nicht gesehen. Und also wirklich alles ausgerechnet, aber Ernährung drauf geschissen. Das Da war, fehlt geh zum Buffet meistens. und friss. Ja. Das fehlt meistens. Wobei ich das nicht verstehe, weil sie da oft in meinen Augen oder meines Verständnisses nach Performance liegen lassen. Ja, voll. 100%. Könnte man viel mehr rausholen. Ja, 100%. Also, die würden das wahrscheinlich anders argumentieren und ich glaube jetzt auch nicht, dass ein Monat vom Wettkampf die Ernährungsumstellung so viel bringt, aber wenn sie dauerhaft das anders machen würden, wären sie wahrscheinlich besser in Form in der gleichen Gewichtsklasse mit mehr Leistung. 100 100%. Frag doch nächstes Mal, wenn Sie Ruderer zu dir kommen, frag mal irgendwie einen, ob der einen festen Ernährungsplan hat, was der Ja. essen muss. Mit Niemals. Angaben. Und nicht nach dem Ja. Motto, du isst jetzt nur Gemüse, sondern wirklich mal mit Grammangaben, Ja, ob der mache was ich mal. darf. Mache ich mal. Würde mich echt interessieren. Ja. Wir haben jetzt nur noch so zwei Fragen. Die können wir noch schnell abarbeiten, dann sind wir auch durch tatsächlich. Also eine geht mir ein bisschen zu Mach lang, das ruhig. heißt, die skippe ich jetzt. Wie schätzt ihr das Potenzial von Jim Dunn, also Danny, ein? Der kommt in 2 Wochen in den Podcast, da können wir ihn selber fragen. Aber wie schätzt ihr das Potenzial von Jim Dunn ein? Kennt ihr den? Kennst du den? Ja, also ich kenne Ja. ihn. Also ich persönlich, also wenn der das jetzt hört, sieht brutal aus, ist eine brutale Kante, aber ich glaube, es wird schwer, wirklich, also Profi werden traue ich ihm zu, aber ich glaube, es wird schwer, da wirklich Fuß zu fassen. Weil er sehr, ja, ich meine, es gibt viele Athleten, die so blocky sind. Der Tim Budesheim ist ja auch so jemand, aber ich finde den schon zu. Ich war, also als er dem Justin gepostet hat zum Beispiel, fand ich Justin deutlich besser von der Linie, obwohl er weniger Fleisch hatte. Na, und ich denke, Justin würde ihn auch schlagen auf der Bühne. Die Das werden ist also. wahrscheinlich am selben Wettkampf starten. Ich bin gespannt, ne? Ich finde, Also, dass der ja. Danny, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich finde, dass er sehr akribisch ist, was sein Training betrifft. Er ist auch teilweise sehr stark und hat einen brutalen Beinbeuger. Ja. Aber ich habe ihn jetzt schon öfters auf der Bühne gesehen und war teilweise, es tut mir sehr leid, ich bin immer ehrlich, enttäuscht über diese Bauchkontrolle. Da arbeitet er Und dran. er hat, ich weiß nicht, an was es liegt, ob der einen Riss hatte oder irgendwas. Aber wenn du schon nicht die begnadetste Linie hast und dann deinen Bauch raushängen lässt in der heutigen Zeit, dann wirst du jedes Mal raus sein. Und es geht nicht nur darum in der Pose, sondern auch in den Übergängen. Und ich bin der Meinung, dass es auch mit Essensmenge, egal wie viel er isst, auch wenn er jetzt 7.000 oder 8.000 isst, und ich nehme jetzt mal nicht mich als Beispiel, sondern den Roman, auch ein Vakuum ziehen kann, wenn man das übt. Und nicht, dass er eins ziehen muss, aber diese Bauchkontrolle wird ihm auf kurz oder lang, wenn er das nicht in den Griff kriegt, sein Genick brechen. Auf der Habe ich mit ihm Bühne. drüber gesprochen auf der FIBO. Er meinte, er ist akribisch dran am Arbeiten. Ich bin sehr gespannt, was das gebracht hat. Und ich will mich gar nicht über jemanden stellen oder so herablassend sein, weil ich der Meinung bin, und wenn mich jemand kritisiert, auch ich weiß meine Sachen, die ich verbessern muss. Ich weiß, was bei mir schlecht ist. Und ich bin auch der Meinung, dass er das weiß. Und ich schätze ihn als so intelligent und, wie sagt man, motiviert ein, dass er das auch analysiert und sieht. Aber das muss er in den Griff kriegen. Aber muskulär hat er teilweise, finde ich, beeindruckende Posen. Und teilweise Posen, die ihm seine Linie nicht so schmeicheln. Die seitlichen Posen mit dem Beuger finde ich brutal. Aber der Bauch, das stört, also das stört mich persönlich am meisten an ihm, weil in Form ist er eigentlich schon. Muskeln hat er auch. Die beste Ja. Linie hat er nicht, was nicht zwingend ein Ausschlusskriterium ist, weil die hat halt nicht jeder. Aber so Details, das kann man schon, muss man, wenn man auf dem Level punkten will. Sei es im internationalen Amateurbereich, bei Amateur-Olympia oder was auch immer, oder dann bei den Profis, kannst du dir das nicht erlauben.
Wayne, noch ein paar Worte dazu, oder? Ich habe einfach nur diesen Beinbeuger im Kopf. Das ist Total. das Einzige, was ich bewerten kann. Und Also mehr. liebe Grüße an ihn. Das ist immer scheiße, wenn man über jemanden redet, Ja. wenn er nicht da ist, weil sich das so anhört, Ja, als würde man aber er weiß lästern. es ja auch, ne? Und ich habe Respekt für ihn. Und wenn ich ihn mal sehe, können wir gerne ein Gespräch führen. Aber das finde ich halt, ist ein Punkt, an dem er arbeiten muss, sollte, wie auch immer. Und ich meine es auch überhaupt gar nicht böse. Und ich kenne ihn einfach nicht. Ich kann nur das beobachten, was ich sehe. Und das ist mir negativ aufgefallen. Und ich würde das genauso sagen über meinen Athleten, wenn der das hat, genauso. Also. Ja. Alright. Würdet ihr euch neben eure eigenen Athleten auf die Bühne stellen? Das müsste erstmal Profi sein bei Chris, aber. Also. Ja, sagt ihr mal. Ich glaube ich nicht. Also ich bin eher der Fan davon, wenn ich jemanden habe, der startet, dass ich am gleichen Tag nicht selber starte. Das versuche ich eigentlich immer Nee, zu. nee, es geht in der gleichen Klasse als Gegner. Ja, aber das wäre dann ja auch am selben Tag so. Also ich bin eher jemand, der sich dann 100% auf den Athleten an dem Tag fokussieren will und auf mich selbst so. Deshalb, also ich hatte die Situation noch nie und ich glaube, das wird auch nie vorkommen. Ja. Also, ich Wayne, werde sag mir wahrscheinlich. mal, du willst im Herbst auf der Dennis James Classic nochmal starten und da ist jetzt vielleicht ein Athlet von dir, der auch in der Classic starten will. Würdest du das machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde es versuchen zu vermeiden. Ja, und wenn ich einen erfahrenen Athleten habe, wo ich weiß, ey, wir sind eingespielt und alles, es ist nicht extrem notwendig, dass ich extrem viel auf ihn achten müsste, weil wir wirklich sehr, sehr, sehr eingespielt sind, dann eventuell. Aber ich würde es grundsätzlich eigentlich vermeiden wollen. Ja, weil ich eigentlich mich auf ihn konzentrieren will. Ja, also bei mir ist es jetzt auch gerade mein Gedanken, wann ich genau starte, weil ich denke, ich weiß es noch nicht ganz genau, weil ich halt nicht parallel zu den Wettkämpfen von meinen Athleten starten will. Ich werde es versuchen. Ja, deswegen ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Ich werde es vermeiden, sagen wir so. Ja, bei Chris müssen die halt, wie gesagt, erstmal Profi werden. Also bis jetzt war es immer so, dass ich es auch versucht habe zu meiden, weil das kann immer einen faden Beigeschmack haben, dass man natürlich kommt der Gedanke auf, hey, kümmert er sich jetzt weniger um mich, weil er gegen mich, weil er mein Gegner ist. Also das musst du ja dann immer vor dir selber rechtfertigen können, eigentlich. Ich versuche immer jedem die gleiche Aufmerksamkeit zu geben, auch wenn ich beim Coaching Leute habe, die gegeneinander starten, dann versuche ich jeden in seinem so gut wie möglich vorzubereiten. Mir ist es bis jetzt nur einmal durch Zufall passiert, dass jemand, der bei mir angefragt hat, neben mir auf der Bühne stand, weil er hat mir gefragt, ob ich ihn coachen kann. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, du, ich kann jetzt die Woche nicht, ich bin zu eingespannt, lass nächste Woche quatschen. Und wir hatten schon alles geschrieben und die Daten und alles geschickt. Und dann habe ich ja meinen regionalen machen müssen. Das wusste er aber nicht, das habe ich ja niemandem gesagt. Und dann habe ich mich da eingeschrieben, angemeldet und Backstage steht er da neben mir. Und dann dachte ich, oh Mann. Aber sonst habe ich es bis jetzt, ist es tatsächlich noch nie vorgekommen. Ich hatte aber schon den Fall, dass ich Athleten hatte, während ich auch gestartet bin, die sich aber dann trotzdem gut platziert haben. Aber das geht, wie der Dwayne schon richtig gesagt hat, nur wenn es erfahrene Athleten sind, die nicht Händchen halten brauchen, sich auskennen und man weiß, was man zu tun hat. Und in dem Fall war es tatsächlich auch so, dass ich die erste Klasse war und danach hatte ich Zeit für die. Also es war beim Amateur-Olympia und da wurde ich tatsächlich auch Profi dann. Und da hatte ich dann noch einen Männer 4, der war viel später dran und eine Bikini, die war abends dran. Also die hatten trotzdem den ganzen Tag meine Aufmerksamkeit und mich. Wenn die jetzt nicht so anstrengend sind, stresst es mich, die am Tag davor noch zu sagen, was sie essen und trinken sollen. Alright. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sind wir mit den Fragen durch. Da wäre noch einer, aber die sprengt den Rahmen jetzt und wir sind schon Hau über. raus. Na, wir sind schon fast 3 Stunden dabei. Gib mir die Inhaltszusammenfassung. Das ist eine Mindset-Frage. Wenn wir jetzt in Okay. Mindset-Gelegenheiten abtauchen, dann wird das jetzt wieder ganz, ganz lang. Okay. Okay, machen wir ein andermal. Chris, mega cool, dass du dabei gewesen Ja, bist. Mann, hat Spaß Sorry für gemacht. meine Verspätung, aber hat Spaß gemacht. Mit dir, Dwayne, habe ich, glaube ich, noch nie geredet. Ja, okay. Mit dem Hoppe schon ein paar Mal persönlich, aber auch nie ausführlich. Aber es war cool. Also ich Wir fange auch schauen uns, gerne, gerne, wenn gerne wir wieder in an. Form sind, vom Gesicht gar nicht so unähnlich. Stimmt. Stimmt. Hab schon zu Dwayne gesagt, heute ist er mal nicht alleine. Genau. Was bist du für ein Landsmann? Vater Jamaikaner, Mutter Schwede. Ah, cool. Coole Bei Kombi. dir? Ich bin halb Kongo, Afrika und halb Deutsch. Okay, ja geil. Geil, 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 geil. Martin?
100% Deutsch. Ja, echt? Ja, tatsächlich. Also ich meine Steckt da auch kein Ahnen, Schwede das ist drin? so. Ja, bitte? Steckt da kein Schwede drin? Naja, ich werde oft gefragt, manchmal werde ich so gefragt, ob ich Russe bin oder sowas. Keine Ahnung warum. Oder Pole, aber nee, 100% Deutsch. Und du, Torben? Meine Oma kommt aus Ostpreußen, Hm. die andere Oma aus Polen und Ach. die beiden Opas sind deutsch. Ah, cool. Ja. So haben wir es auch geklärt. Guck mal, wir haben was Neues Wunderbar. erfahren. Kleiner Also, Reisburger, du. falls es euch gefallen hat, bitte verzeiht Paddy die schlechte Tonqualität, aber der war halt, wie gesagt, noch gerade im Gym und hatte nur seine AirPods dabei. Guckt gerne mal rein bei der Gym-Eröffnung, guckt gerne bei beim Chris in Dachau rein und bei Markus Hoppe in Freiburg. Und ansonsten supportet natürlich die Jungs wieder. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Cool, schönen Abend noch. Ciao. Ciao. So.